Zart und bitter. 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 Zart und bitter, live aus Bonn, die Sendung mit dem guten Nachgeschmack. Stefan und Micha sind wieder am Mikrofon und heute mit ganz besonderen Umständen. Stefan steht vor mir mit Aluhut und Mundschutz. Ehrlich? Warum, das erfahren wir okay. gleich, ja. Weil heute wird es ein bisschen wissenschaftlich. Ja. Aber bevor wir da richtig rein einsteigen, wollte ich dir, Stefan, noch vorher kurz absagen. Ja. Wir stehen wahrscheinlich unter so ein bisschen Beobachtung, weil ich habe ein bisschen... Werbung gemacht für unseren Talk. Ja. Du weißt doch, wir haben Merchandise. Aufkleber, Aufnäher, Poster. Nee, habe ich eigentlich schon Hallo gesagt? Poster haben wir nicht. Nee, sag, okay. warte mal. Okay. Ist komm, nicht so wichtig. Kommt erst später. Okay. Und weil das musst du wissen, das musst du wissen. Ich habe nämlich Briefe verschickt mit unserem Merchandise-Kram an Konzertagenturen, an Plattenlabels, hauptsächlich im Bereich... Und die haben das alles wieder zurückgeschickt. Ich habe noch keine Antwort bekommen. Okay. Aber diese Folge könnte die entscheidende Folge sein. Ja. Ich habe angeschrieben, Mail-Order-Versandkataloge, Plattenlabels habe ich gesagt, Konzertagenturen, Influencer. Wahr, ja, ich habe den Metal Hammer angeschrieben. Was du dir immer für eine Mühe gibst. Kennst du den Metal Hammer? Nee. Das ist eine Fachzeitschrift für Metal-Musik. Ja. Und ich dachte, hey, ich habe... Sowas landet bei mir direkt im Papierkorb, du kennst mich ja. Fachzeitschriften für Metal-Musik? Ja. Du kaufst sie und schmeißt sie in den Papierkorb? Nein, das ist keine Werbung. So, ach so, ich dachte, das kommt so flyermäßig rein. Und so ein paar Influencern. Habe ich einfach mal einen Brief geschrieben und gesagt, hey, wir sind Zart und Bitter, ein Podcast, hier ein paar Aufkleber, ein paar Aufnäher reingepackt und gesagt, hör mal rein. Ja. Und ich versuche es jetzt mit Bestechung. Was hältst du davon? Ja, auch keine schlechte Idee. Was für eine Bestechung? Ja, mit ach Aufnähern. So. Ja. Ja. Okay. Also, ja. Diese Folge, die ist entscheidend. Jetzt hören ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Influencer zu. Okay. Und ach so, das wolltest du mir sagen. Jetzt wird mir, okay, ja, verstehe. Genau. Ach so, du reiß wolltest dich sagen, zusammen heute. Die haben jetzt alle dieses Material bekommen und denken so, ja, okay, wir müssen jetzt dann mal müssen reinhören. Wir mal reinhören. Welcher Freak hat uns da dieses Zeug zugeschickt? Also wir haben angeschrieben Nuklearblast. Okay. Berühmtes Metal-Label aus Deutschland. Ja. Metal Hammer in Berlin angeschrieben. Okay. Noch so ein paar andere Agenturen. Und ich glaube, die kommen jetzt bald auf uns zu. Okay, bin ich mal gespannt. Aber, weißt du, heute ist auch noch eine ganz besondere Sendung, weil wir haben zum allerersten Mal, du guckst mich jetzt ganz überrascht an, natürlich, weil du weißt nicht, was passiert. Nein. Doch, du weißt, was passiert. Hier steht ja keiner. Ich weiß, was du mir sagen willst. Wir haben nämlich zum allerersten Mal in unserer Sendung einen Gast da eingeladen und telefonisch dazugeschaltet. Und ich stelle sie jetzt einfach mal vor und hol sie dazu. Sie ist Wissenschaftsjournalistin, Biologin und Terra X-Moderatorin. Es ist Jasmina... Von Terra X. Jasmina von Terra X. Hallo. Jasmina Terra X, ist das dein Nachname, oder? Ja, nein. Ach, scheiße, ich hab's verkackt. Jasmina. Jasmina. Ja, natürlich. Ich hab's mir hier groß aufgeschrieben. Hallo. Ich wollte es auch sagen. Hallo Jasmina, schön, dass du da bist bei Zart und Bitter. Ja, willkommen in unserer Sendung. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Und danke für die charmante Vorstellung. Ja, wir hatten es ja schon mal bei Harald Lech probiert. Wir haben den ja auch mal angeschrieben und ihn gefragt, ob er in die Sendung kommen will. Das stimmt wirklich. Haben da leider keine Antwort auf die E-Mail bekommen, weil bei Instagram war der nicht zu finden. Ich glaube, der hat viel zu tun, kann das sein? Jasmin hat aber auch viel zu tun. Ja, glaube ich auch, stimmt. Was wolltest du sagen, Jasmina? Deshalb finde ich das ja so besonders cool. Bei euch kommt man ja gar nicht dazwischen. Aber. Ach so. Ja, wir versuchen es jetzt. Okay. Ja. Also erstens, sehr nett, dass du meinen Namen nicht wusstest, weil das finde ich jetzt immer die absolute Horrorsituation. Ich mache ja mit Harald manchmal so ein YouTube Live und wenn wir dann eine Schalte machen, da ist immer das allerletzte, kurz bevor es losgeht, so, oh scheiße, noch 3 Sekunden. Aber wie heißt denn eigentlich derjenige? Von welcher fucking Uni ist der? Und so, ne? Ja. Das ist immer die absolute Horrorsituation. Ich habe deinen Namen so oft heute dem Stefan gesagt. Bestimmt 10-mal. Ja, Jasmina habe ich jetzt auch wirklich... Jasmina Neudecker, weil ich denke dann auch immer so ein bisschen an Luisa Neubauer. Wer ist das? Ist das positiv oder negativ? Ach so, Stefan weiß natürlich nicht, wer es ist. Da sind wir direkt beim Thema. Natürlich, die große Friday for Future Marke. Ja, die deutsche, die deutsche Greta Thunberg. Die konnten wir leider nicht kriegen, deswegen haben wir Jasmina Neudecker genommen. Also Jasmina, wir brauchen wissenschaftliche Beratung und Unterstützung. Natürlich, was ist es jetzt ganz aktuell? Stefan, weißt du? Coronavirus. Ja. Ah, Coronavirus, okay. Ja. Ja. Ja.
ruhig bleiben, sagt Harald immer. Ehrlich? Weil ich sehe ja gerade bei Micha, kommt schon so die Panik im Gesicht auf. So. Ich spüre schon den Angstschweiß. Ja, weil Micha ist sehr ängstlich. Wir haben eine Sendung über Spuk gemacht und so Geister. Konnte ich nicht aushalten. Da musste der dann die Türe abschließen, weil er Schiss hatte, dass er ein Geist ist. Aber Jasmina, erzähl doch mal, was ist überhaupt, also jetzt wirklich, was ist überhaupt ein Virus? Das ist ja ein Krankheitserreger. Ja, genau. Also ein Virus, das ist eben kein Lebewesen im engeren Sinne, wenn du so willst. Also ein Virus ist irgendwie so ein bisschen an der Schwelle, kann man sagen, was die Definition anbelangt. Weil wenn man Leben überhaupt definieren will, dann hast du halt so ein paar Definitionselemente, die man immer so ranzieht. Zum Beispiel muss das Ding einen eigenen Stoffwechsel haben. Das heißt, es muss sozusagen sich selbst am Laufen halten können, ne? Weil so ein Lebewesen ist ja begrenzt. Und das hat es nicht? Ein Virus? Das hat es tatsächlich nicht, nee, sondern das kapert quasi immer irgendeine Wirtszelle und benutzt deren Stoffwechsel. Also wie so ein, ja, wie ein Schmarotzer so gesehen. Also es kann sich vervielfältigen. Es besteht eben aus zum Beispiel einer Hülle mit Erbgut drin. Das ja. Erbgut kann dann unterschiedlich aussehen, also entweder eben RNA oder DNA, einzelsträngig oder doppelsträngig. Und deswegen hast du quasi die Möglichkeit zur Vervielfältigung, und das ist ja quasi das, was sich dann ausbreitet. Aber damit es das tun kann, braucht es quasi eine Wirtszelle. Und dafür infiziert es eben dann ein Wirt, in dem Fall dann jetzt uns. Aber das habe ich, nur ganz kurz, das ja, habe ich nämlich, das habe ich noch nie so richtig verstanden. Wo kommen die eigentlich her? Nein. Zumindest die Viren, die so eine Wirtszelle brauchen und dann nachher den auch umbringen. Ne? Also so Viren gibt's ja. Das habe ich nie verstanden. Das ist doch evolutionär eigentlich eine Sackgasse, weil die ja dann quasi ihren eigenen Wirt brauchen und direkt umbringen und dann können die sich ja nicht weiter vermehren oder leben. Ja, das ist so eine ganz interessante, fast philosophische Frage. Inwiefern oder warum gibt es überhaupt Viren, die auch so einen ganz tödlichen Verlauf bei ihrem Wirt haben? Weil tatsächlich ist es wirklich so, wenn du so willst, wenn du es aus Virussicht mal dir anschaust, ist es nicht besonders clever, wenn jetzt dein Wirt relativ schnell sozusagen nicht mehr in Kontakt kommt mit anderen Wirten, um die anzustecken, oder eben stirbt. Ja? Deswegen sind ganz viele Viren auch wahnsinnig gut auf ihre Wirte angepasst. Oder ja, also es gibt zum Beispiel ganz viele Tiere, die tragen Viren in sich und haben aber selbst gar keine Krankheit. Aber haben wir doch auch, so, wir haben doch auch Viren in uns, ganz genau, wir viele. Haben auch, ne? ganz viel Viren Erbgut in unserer DNA quasi, die sich da mal eingebaut hat, weil so ein Virus, der kann, also das Erbgut von so einem Virus kann sich unter Umständen auch quasi in unsere DNA einbauen. Also sind wir quasi Teil in der Evolution von unserem Erbgut. Also wir sind auch quasi ein Virus, oder was? Wenn du so willst, ja. Das ist ja schon der Gedanke ist abgefahren, dass ich so ein bisschen Virus auch bin. Ja, also ich, krass. Wenn ich mich dich so angucke, Stefan, du hast etwas Virenhaftes an dir. Aber gibt es denn irgendwas, was bringt uns denn ein Virus? Weil wenn bei Bakterien, das weiß man ja, es gibt ja Bakterien, die uns sehr nützlich sind, und es gibt Bakterien, die uns nicht so nützlich sind. Gibt es auch Viren, die mit denen wir irgendwas Gutes machen können? Also wenn du ja schon gesagt hast, Virus ist auch so ein bisschen Teil von uns, ne? Insofern hat es tatsächlich natürlich auch was gebracht, ja. Also ich meine, auch der Mensch selbst ist ja einer Evolution unterworfen und auch wir mussten uns ja immer wieder anpassen an unsere Umgebung. Da gibt's natürlich dann auch, ja, wie soll ich es beschreiben? Also es gibt ja eine Selektion dann dahingehend, dass wir umso besser an unsere Umgebung angepasst sind. Und natürlich, je mehr Varianz du hast, je mehr Unterschiede du in so einer DNA hast, auch über Mutationen beispielsweise. Mutationen sind auch nicht zwangsläufigerweise ja was Schlechtes. Auch wenn sie jetzt, man das dann immer so ein bisschen mit Krebs assoziiert, wenn eine Zelle entartet oder so. Ja. Aber im Generellen sind natürlich Mutationen auch was. Wie bei X-Men zum Beispiel. Ja, auch das. Ja gut, das ist ich meine, ein bisschen extrem, aber das ist natürlich was, um das mal kurz abzuschließen, was dazu führt, dass man am Ende dann einfach eine größere Wahrscheinlichkeit hat, dass da auch ein paar Individuen dabei sind, die eben wahnsinnig gut an ihre Umgebung angepasst sind. Ich meine, das ist ja Evolution eigentlich. Deshalb sind wir ja heute so, wie wir sind, weil das so, sagen wir mal, der beste Bauplan war von den Mutationen, die alle da waren. Ist ja, es war oder? Zumindest der sich durchsetzen konnte, ne? Einmal im Leben hast du dich durchgesetzt, Stefan.
Nee, ja, das sind Millionen, Millionen Vorfahren, die sich durchgesetzt haben. Und dann ist das dabei rausgekommen. Aber gibt es nicht trotzdem... Es geht ja weiter. Aber gibt ja, das ist vielleicht noch eine ganz kurze Frage. Ich weiß, wir sind jetzt bei Coronavirus, aber nur mal, es geht ja weiter, sagst du, ja? Und das ist jetzt, finde ich jetzt interessant, wo geht's eigentlich hin? Also wie sehen wir ja Menschen eigentlich aus in, keine Ahnung, 10.000 oder, nee, viel weiter, 1 Million Jahren? Kann man das jetzt schon sagen? Ja. Wahrscheinlich sind wir dann nicht mehr da, wenn wir uns dank des Klimawandels ausgerottet haben. Meine Hypothese. Ehrlich? Meinst du, bist du so pessimistisch? Ja, wenn man sich da anfängt mit den Szenarien wirklich mal intensiv auseinanderzusetzen, dann wird einem Da wird einem schwindelig. Ja. Also Micha guckt mich gerade an und sagt, 1 Million Jahre, das ist nichts, weil die Dinosaurier haben 270 Millionen Jahre gelebt, ja. Und haben so lange gelebt und wir schaffen es gerade mal 1 Million Jahre. Ja, oder aber so. Wie will man das? Ja, Stefan so. Kennt sich gut aus mit diesen Zeiträumen, glaube ich. Ja. Aber wie will man das denn? Ich hatte Bio-Leistung, ja. Also will ich an der Stelle mal sagen. Ja. Wann war das nochmal genau? 1900? Keine Ahnung, 95 oder so. Mhm. Ist lange her. Aber man kann doch nicht sagen, wie wir in 1 Million Jahren aussehen. Das ist doch. Ja, das. Also ich glaube ja auf jeden Fall, wir haben dann keine Haare mehr. Das ist meine Theorie. So lange dauert das nicht mehr bei dir. Also ich habe auf keinen Fall mehr Haare, da bin ich mir ziemlich sicher. Ehrlich? Ja, in 1 Million Jahre. Ja, komm, ich weiß gar nicht über euch, das ist wie so ein Blind Date hier. Ja, das stimmt. Haben wir irgendwo Fotos online? Ja gut, natürlich haben wir Fotos online auf unserer Seite zartundbitter.net und bei Instagram auch. Das wird doch gleich mal aufgecheckt. Und zu Stefan kann man sagen, der hat immer eine Tube Trockenshampoo dabei. Nicht euer Ernst, oder? Wirklich? Ja, also ab und zu, ja, wenn ich dann irgendwie... Was heißt ab und zu? Ja, okay, manchmal habe ich Trockenshampoo dabei. Ich benutze das, weil ich meine Haare immer so schnell fettig werden, weil die so dünn sind und so wenig und dann mache ich die so voluminös damit. Ist nicht dein Ernst? Ja, klar. Ich finde, Trockenshampoo, das ist irgendwie sowas, das ist so fake. Ja. Wie Deo über Achselschweiß. Das ist ein merkwürdiges Produkt, finde ich auch. Ich habe das auch erst so vor 3 Jahren oder so entdeckt. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Also es ist schon. Nee, war mir auch nicht bewusst. Ich mach mal weiter. Weil im Grunde genommen ist es so, als würdest du dir Mehl in die Haare sprayen. Das ist ja auch Reismehl da drin. Ach so, ist es. Ja. Ja, so wusste ich gar nicht. Das haben wir mal bei einer Party gemacht, weil wir irgendwie, das war so eine Party, wo wir aussehen wollten, als wären wir irgendwie Omas und Opas, warum auch immer. Auf diese bescheuerte Idee gekommen ist. und dafür macht man sich dann ja Mehl in die Haare, damit die grau aussehen. Und ich sage euch, das geht nicht mehr raus. Kennst du zum Beispiel Streuhaar? Nee. Ich mach mal weiter, den Stefan etwas vorzustellen. Aber das Streuhaar, muss ich an der Stelle sagen, hast du eingeführt, Micha. Das habe ich dir geschenkt. Ja, genau. Das wusste ich. Wusste aus gutem Grund. Ja gut, wenn die Haare halt lichter werden, dann hat Micha mir irgendwie Streuhaar geschenkt. Das ist so eine Art Pfefferstreuer mit so Fake-Haar. Ja. Nein, das oder? Kann man sich dann auf die Kopfhaut streuen. Gibt's auch. Also geil, oder? Wir sind deutlich über 40. Also wir sind wir sind ein Podcast mit reifen Männern. Ja, weil ich... Aber deutlich über 40 hatte nicht. Ich habe ja die letzte Folge gehört. Ja. Ich habe da wirklich sehr intensiv gelauscht und da hieß es doch irgendwie, einer von euch hatte seinen 40. Ja, das war ich. Ich hatte letztes Jahr... Wer bist du? Der Micha ist 40. Der Micha. Genau, das war der Micha, der gerade geredet hat. Ja. Ja. Der Stefan ist der mit der dreckigen Lache. Stimmt? Ja, ab und zu lache ich. Hört sich das dreckig an? Wusste total. Ich jetzt. Was? Ja. Oh mein Gott. Ich bin ein ganz netter Mensch. Also, das hört sich dreckig an. Das hat mir noch nie einer gesagt. Finde ich interessant. Und wie alt bist du jetzt, Stefan? Ich bin 44. 44. Ja. So, okay. Mit lichtem Haar. Ist auch egal. Eigentlich haben wir über den... beim Radio. Ja, genau, und arbeite beim Radio. Eigentlich haben wir über den Coronavirus geredet. Micha, willst du eigentlich noch? Ja. Ich will wissen, welcher Virus irgendwie gut ist. Es muss so ein Virus geben, der mich quasi vielleicht unterstützt in meiner Physis. Der mich glücklich macht oder der mich kräftiger macht. Irgendwas, der mir wieder Haare wachsen lässt. Gibt es sowas? Also ehrlich gesagt, fällt mir da jetzt so ad hoc keiner ein. Sind die nur schädlich oder inaktiv? Ja. Genau, es gibt natürlich auch welche, mit denen, also die dir nicht viel machen. Zum Beispiel, es gibt ja Menschen, die immer ganz stark zu Herpes neigen, ne? Und aber die allermeisten Menschen tragen eigentlich die Herpesviren in sich. Nur bei vielen quasi hält unser Immunsystem sie im Zaum. Ja. Ja? Und das bricht überhaupt nie aus. Deswegen
es gibt ja auch so Leute, die kriegen dann, das fand ich früher immer so ein bisschen abstrus, wenn die irgendwas eklig finden, dann haben die irgendwie am nächsten Tag und dann hatte ich sofort Herpes. Wo man sich dann so denkt, ja, okay, eingebildet oder was? Nee, es ist tatsächlich so, wenn das Immunsystem dann so gestresst ist durch irgendwas, ne, durch, keine Ahnung, die Kinder, die anstehen oder diesen Ekel, ja. Genau, dann können die sozusagen ausbrechen. Deswegen gibt es das halt durchaus natürlich, dass der Mensch da nicht in Berührung kommt. Wohingegen es dann wieder ganz Furchtbare gibt. Das war eigentlich eine interessante Entdeckung der Wissenschaft. Gebärmutterhalskrebs, sagt euch vielleicht was. Ja, das sind diese HPV-Viren, ne? Kann man sich impfen genau. lassen. Ja, genau, da kann man sich nämlich auch impfen lassen. Dagegen. Mittlerweile, das ist jetzt ganz neu, ne? Nee, ich habe das damals tatsächlich noch machen lassen. Da kriegt man nämlich, glaube ich, nur bis zu einem gewissen Alter von der Krankenkasse bezahlt. Ja. Weil du sollst halt möglichst eigentlich noch keinen Geschlechtsverkehr vorher gehabt haben. Stefan ist doch. Sonst ist man nämlich wahrscheinlich zu 90% schon infiziert, weil das 90% der Leute haben diesen HPV-Virus. Das weiß kein Mensch. Alle reden nur über HIV. Aber dieser HPV-Virus ist total kursiert, riesengroß, das stimmt. Ja. Wobei der bei Männern, glaube ich, relativ ungefährlich ist. Ich glaube, das ist nur bei Frauen, das ist irgendwie. Genau. Ja. Bei Frauen hast du halt das Problem, dass das dann quasi eben diesen Gebärmutterhalskrebs auslösen kann. Und das ist natürlich. Das ist dann schon genial, oder? Wenn Forschende da irgendwie so drauf kommen. Und entdecken das dann und finden noch eine Lösung. Ja, es ist, ich finde es auch faszinierend. Stefan ist übrigens Impfgegner. Was? Muss auflegen. Nein, ist er nicht. Stefan überhaupt ist nicht. Übergeimpft. Aber ich hatte mal, ich war mal im Urlaub bei einer Bekannten und die hatte so ein Haus in Frankreich und da haben wir uns oft so unterhalten, so abends, so mit Kerze und Wein und so, mit Blick auf die Provence. Bekannte. Ja, ich sag jetzt nicht, wer das ist genau. Ist das ja war doch egal. So eine ältere Frau, oder? Ja, das war eine ältere Frau, ist ja auch egal. Und da war ich da war ich mit meiner Frau und mit meinem Kind, ne? Also es war jetzt. Ja, die hat uns da wohnen lassen. Und war so ein krasser Impfgegner. Und hat dann erzählt, wie schlimm das ist und irgendwie Quecksilber und man vergiftet seinen Körper. Und dann hatte ich auch gefragt, wo hast du denn diese ganzen Infos her und so? Und das ist halt genauso wie bei den Klimaleugnern. Die bilden sich halt immer in irgendwelchen Blogs und YouTube-Videos und bilden, Stefan. Ja, um meinen dann zu wissen, bilden in Anführungszeichen. Ist. Ja, aber so ist es wirklich. Und die sind halt felsenfest davon überzeugt. Also man kann die da irgendwie gar nicht umstimmen. Das Problem ist halt so ein bisschen, dass das halt, also wenn man sich mit etwas so sehr identifiziert, ne, das wird ja dann auch so ein bisschen Teil dessen, was du denkst, was deine Persönlichkeit ist. Und man ist dann sozusagen jemand, der da dagegen ist oder so. Also das ist so dieses ganz Hardcore-Impfgegner-Sein. Und dann ist es halt wahnsinnig schwer, auch mit Fakten sozusagen dagegen anzugehen. Da gibt es ja auch diesen Backfire-Effekt in der Psychologie, also dass du gerade dann, wenn du da mit Fakten kommst, derjenige sich noch mehr dagegen sträubt, das anzunehmen, weil er dann quasi abrücken müsste von dem, wie er sich identifiziert. Das sind die ganz Hardcore-Leute. Also es gibt ja auch ganz viele, die sind so ein bisschen dazwischen und die Menschen, die verstehe ich schon. Und wir haben ja zum Beispiel auch mal ein Video gemacht zum Thema Impfen. Und das habe ich gesehen. Ich habe am Anfang, wie fandest du es? Ja gut, wir haben uns auch das Coronavirus-Video angeguckt. Ja. Auch gut. Das habe ich nicht gesehen, das hast nur du gesehen. Ja, es kam ja auch gestern erst rein. Aber wir haben das. Aber ganz kurz, was ich sagen wollte, ist, dass wir da halt lange überlegt haben, wie geht man das an, weil ich möchte dann halt schon auch nicht die Leute bashen, sondern ja eher die Leute mitnehmen und versuchen, ja, dann vielleicht überzeugen, ist jetzt viel gesagt, ich will jetzt auch nicht niemanden missionieren, aber die Leute halt so zu informieren, dass sie halt sich vielleicht keine Sorgen mehr machen, weil ich kann schon verstehen, dass wenn man Millionen Sachen liest und das ist halt leider ein Problem, man braucht halt dringend Zeit, du kriegst halt nicht mehr gut und easy getrennt, woher kommt jetzt welche Information und welcher Information kann ich vertrauen und welche Information sollte ich jetzt ranziehen für meine Entscheidungsfindung und das ist eigentlich genau das, warum ich auch Wissenschaftsjournalistin geworden bin, da sozusagen ja mitzuwirken, den Leuten irgendein Mittel zu geben, irgendein Werkzeug zu geben und in dieser Welt, in der es scheinbar 1000 Glaubenskriege um alles gibt, bin ich jetzt vegan oder nicht und hin und her, da irgendwie ein bisschen Unterstützung zu leisten. Ich glaube, es ist besonders schlimm, wenn man so als Kinderarzt arbeitet und dann die Eltern dann sagen, ja, ich habe da mal selber recherchiert und das ist ja krass, was man da so liest.
Und dann kann man eigentlich nur mit dem Kopf schütteln. Und gerade auch, du hast das eben gesagt, wenn man mit Leuten reden, die dann quasi dieses Dagegensein oder ihre eigene Meinung schon fest in ihre Identität eingebaut haben. Genau, genau. Da wollten wir nämlich auch mal zu sprechen kommen. Wir haben nämlich selber auch mal mit Leuten, das kennt man sogar in Familien- und Bekanntenkreis, ja, dass man dann tatsächlich auf Leute stößt, zum Beispiel, denen man dann etwas zuschickt, gerade von Terra X. Und wenn es ums Klima geht, wenn man dann gesagt hat, Wahnsinn. Da gibt es ein gutes Video von Harald Lech mit Stefan Ramsdorf, wo es um das AfD-Klimaquiz geht. Mhm. Vielleicht darf ich an der Stelle mal sagen, Stefan? Wir haben nämlich, um das der Jasmina zu erklären, tatsächlich wirklich so im Prinzip mit so Leuten diskutiert, also auch über so einen Chat und so, dass wirklich dieser Klimawandel menschengemacht ist und dass das eine Gefahr für die Erde werden könnte, ja. Und dann hieß es natürlich absolute Lüge. Stimmt überhaupt nicht, es gibt 1000 Gegenbeweise und dann ging halt die Diskussion los. Und dann haben wir, es ging los mit diesem Klimaquiz, ne? Und man muss natürlich an der Stelle wirklich, also wir haben wirklich auch gesagt, komm, wir suchen jetzt mal den Kontakt und wollen nochmal so reden. Nicht immer nur die Bösen und die Rechten und so, okay. Seid ihr an die denn rangekommen, an die Leute? Ja, da will ich jetzt nicht so viel zu sagen, aber wir haben, also ich sag mal so, es sind Bekannte, die ich kenne. Ach so. Mhm. Ja, also man hat teilweise auch Leute in seinem eigenen Umfeld, wo man merkt, die sind jetzt ganz anders drauf und als man selber. Und dann fängt man an, mit denen zu reden und merkt so, ey, die haben so eine krasse andere Meinung. Und dann fragt man sich, wie kann das denn sein? Also jetzt gerade bei diesem Klimawandel, das ist ja wirklich, da geht es ja gar nicht mehr um Meinung. Ja, ich meine, das ist doch wissenschaftlich erwiesen, dass die Erde wärmer wird durch das CO2 und dass das ein Problem werden könnte. Und das wird einfach geleugnet. Und dann, ich meine, der Micha hat es schon angesprochen, ja, und dann, wir haben mit dem Klimaquiz angefangen, ja. Und dann, ich weiß nicht, dann ist die Reaktion ja... Ja, die Reaktion ist erstmal so, dass man sagt, ja, Treibhauseffekt, da glaube ich schon mal nicht dran. An den normalen Treibhauseffekt. Also, dass man gar nicht irgendwie hochwissenschaftliche Dinge bezweifelt, sondern was ich früher in meinem Was-ist-was-Buch und in Löwenzahn schon gelernt habe und wusste. Und solche Dinge versuchen die dann auch zu recherchieren und es gibt dann... Zu allem gibt es natürlich Einträge und dieser eine Eintrag, das ist dann der einzig richtige und alle anderen stimmen nicht. Ja, das ist das Schlimme. Das ist halt das Schlimme, dass gerade in dieser Diskussion, da gibt es halt beim Klimawandel, bei der Klimakrise, wie ich es eigentlich nenne, gibt es halt auch wirklich sehr strukturierte Gegenmeinungen, die dann so einen Anschein haben, als wären das irgendwelche Institute. Genau. Strukturiert sind die, ne? Ja, Wahnsinn. Ja. Ja. Natürlich haben wir mit denen auch zu kämpfen. Ja. Also ich wusste gar, also dann kam plötzlich so links, ja, guck mal hier, da wird was ganz anderes gesagt. Und ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt im Internet, ja. Dann irgend so ein Professor, der dann erzählt, der Klimawandel ist eine Lüge. Ein Professor, ja. Dann so, wo kriegen die denn den Professor her? Und dann haben wir das so nachrecherchiert. Und dann war der irgendwie, der war von so einem Institut, Eike, genau. Einem Institut, das im Prinzip von der Öllobby. Institut in Anführungszeichen. Ja, in Anführungszeichen, das im Prinzip von der Öllobby gesponsert wird. Also da hat man dann auch wieder gemerkt, okay, da kommt der Wind her. Aber das ist echt... Also das ist immer so witzig. Die Leute, die dann, es gibt auch so diese Haltung, ja, der Klimawandel ist eine Verschwörungstheorie, irgendwie aufgeklügelt von was weiß ich wem. Dabei muss man sich ja dann einfach mal wirklich fragen, wer hätte denn einen Vorteil davon? Und wer hat vielleicht einen Vorteil davon, seinen ganzen Kram weiterhin verkaufen zu können? Weil wenn man sich da mal die Industrie und die Wirtschaft anschaut, das kann man kategorisieren, ne, nach Unternehmen, die quasi wirklich komplett ihr Geld damit verdienen, dass sie quasi Kohle, Öl und so weiter gewinnen und weiterverkaufen. Da gibt es viele Unternehmen, die da sekundär dranhängen, wie zum Beispiel die Autoindustrie und so weiter. Also da sind ja so viele Interessengruppen da, die das lieber verheimlichen wollen würden, als andersrum. Jasmina, und genau so ist es dann auch, wenn man dann sowas sagt, so argumentiert man natürlich auch, da wird dann schon abgewunken und es wird gesagt, ja, komm, trink deinen Naivtee. Und so, und wo man sagt, und dann ist das Gespräch eigentlich schon vorbei. Dann sagt man ja, wie reden wir jetzt so weiter oder? Es ist auch so, auch die Frage so, ja, für wen soll das denn gut sein? Ja, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass die ganzen Wissenschaftler ja Fördergelder wollen und davon ja auch leben und
Wo ich mir dann auch sage, okay, alles klar. Ich meine, was will man denn dann noch dagegen sagen? Also irgendwann denkt man so, ja. Also ich meine, irgendwann man kann nicht aufhören zu diskutieren, weil man muss natürlich miteinander im Dialog bleiben. Aber ich bin halt auch, ich bin sehr impulsiver Mensch, so emotionaler Typ. Also mir, ich kriege da halt auch echt Magengeschwüre, wenn ich sowas dann höre. Aber andererseits, es hilft ja nichts. Man muss versuchen, die Leute mitzunehmen. Das Problem ist halt, dass die Zeit uns so krass davonläuft. Das ist so wie, du stehst irgendwie, oder vielmehr, du fällst einen Abgrund runter, ja, und musst jetzt noch versuchen, den Leuten zu sagen, jetzt haltet euch halt fest. Es ist halt einfach keine Zeit mehr da für große Argumente. Deswegen zerfällt man leicht darin, dann auch mal denjenigen anzuschreien. Ich kann das, ja, man wird einfach sauer irgendwann und denkt so, das ist, also ich war dann, teilweise, also einmal kam dann so ein Link zu so einer Seite, wo dann so stand, dass ja angeblich die Feuer in Australien zu 80% von linken Aktivisten gelegt werden, um diese... in Brasilien war es Leonardo DiCaprio. Ne? Genau, und um uns in eine Ökodiktatur zu treiben. Ja. Und unter anderem, weil die Feuerwehrleute neue Löschflugzeuge wollen. Da habe ich mich gefragt. Ich meine, sowas, das sind Artikel, ich habe mir die mal alle durchgelesen. Die kursieren durchs Netz, das lesen viele Leute. Die sind alle, ich weiß, ich meine, jeder bildet seine Meinung nur irgendwo her, ja? Also, unsere Meinung haben wir auch irgendwo gebildet. Ich bin kein Klimawissenschaftler. Aber ich denke, ich würde jetzt mal behaupten, wir bilden unsere Meinung bei Instituten, denen man halbwegs vertrauen kann. Also, das ist halt der alles entscheidende Punkt im Prinzip, ne? Dass man, wenn man sich einmal abwendet, sozusagen, und sich einmal sagt, okay, alles, was die seriösen Medien und die Institute und die glaubwürdigen sozusagen Organisationen verbreiten, sind alles Lügen. Naja, worauf soll ich mich dann stützen? Das ist halt das Problem. Ja. Wenn ich zum Beispiel auch beim Impfen dann halt sage, hier, da ist die Einschätzung von der WHO, die Zahlen XY und so, wenn ich dann natürlich in Frage gestellt bekomme, dass die WHO als Organisation irgendwie, was weiß ich, manipuliert wird oder sonst irgendwas oder von sonst wem bezahlt wird oder so, dann hast du halt auch keine Argumentationsgrundlage mehr. Was soll man dann sagen? Aber ich finde es, du hast recht. Was soll man denn da noch sagen? Ja, irgendwann bleiben einem... Also es ist auch so leicht irgendwie dann dagegen zu sein und zu sagen, nee, das ist alles Verschwörung. Ja, ich habe ehrlich gesagt, irgendwann ist mir das auch zu doof. Ich meine, ich habe noch einen Beruf. Ich kann nicht mit irgendwelchen Leuten, die ich kenne, ständig darüber diskutieren, das ist auch ermüdend. Es ging dann auch schnell um sowas wie 9/11 und so weiter. Ja, genau. Irgendwann und Mondlandung. Mondlandung, also, dann breche ich echt zusammen. Aber da sind dann teilweise auch ein paar ausgestiegen, die den Klimawandel leugnen. Die sind dann bei der Mondlandung ausgestiegen, muss man, zugegebenermaßen sagen. Also einer. Ist ja, nicht nur das, auch so ein paar Bekannte, die haben wir doch auch überzeugt, oder? Ja? Ich hoffe, oder überzeugt, nicht so verbohrt zu sein, weil wenn man sich das dann mal durchliest und wenn man mal dann eine Nacht drüber schläft und die einen Sachen, die sind halt wirklich sachlich und die anderen, da wird immer direkt so sich aufgeregt und der Teufel an die Wand gemalt und so weiter. Also ich meine jetzt, wenn man dann allein diese Argumentationsstrukturen, die sind immer halt darauf ausgelegt, den anderen auch persönlich anzugreifen oder so. Ja, das ist nicht naja. Es ist leider. Aber darf ich euch mal eine Sache fragen? Und das finde ich irgendwie ganz interessant, weil ich habe neulich das Buch gelesen, Wir sind das Klima. Ja. Kann ich sehr empfehlen, finde ich ein tolles Buch. Und da hat er so die Frage gestellt oder aufgeworfen, der Autor, naja, wer ist am Ende eigentlich schlimmer? Also diejenigen, die es geleugnet haben oder diejenigen, die gesagt haben, ja klar, so ist es, die aber ihr Verhalten nicht geändert haben? Gute Frage, gute Frage. Das war übrigens auch dann der Vorwurf. Ja, okay, du sagst, es gibt einen Klimawandel und das ist nicht gut und man muss es verhindern. Du fährst trotzdem Auto. Genau, aber da musst du auch aufhören, Fleisch zu essen und darfst nicht mehr Auto fahren, sonst wärst du ein Heuchler. Und dann habe ich letztlich gesagt, ja, okay, ich fahre Auto und esse auch gerne Fleisch, aber trotzdem glaube ich an die Wissenschaft. Also ich sage, okay, so ist es und ich sehe es ein und weiß, was zu tun ist eigentlich. Ne? Also da gebe ich dir recht. Ich will mich davon ja gar nicht freimachen, ne? Also das wollte ich damit jetzt nicht sagen, sondern ich glaube, man muss schon auch so ein bisschen akzeptieren, dass ja die Ambivalenz der Dinge nun mal da ist, dass Menschen vielleicht die Fakten kennen und trotzdem es immer wieder schwerfällt, daran
ja, man daran weiterarbeiten muss, dass man sich dann auch richtig verhält. Und auch in dem Buch, da wurde auch was ganz Interessantes gesagt, da gab es einen, er beschreibt das so, ich glaube in Polen gab es einen Juden, der quasi, der fliehen konnte nach Amerika zur Nazi-Zeit und dort zu einem jüdischen Anwalt gegangen ist, diese Geschichte erzählt er, und dann dem quasi hier gesagt hat, hier, das und das passiert da passiert ein Völkermord, der absolute Wahnsinn und so weiter. Und dann liest er quasi aus diesem Antwortbrief von dem Anwalt vor. Und der Anwalt sagt sowas wie, ich habe mir das alles angeschaut, was du mir geschickt hast. Und ich weiß, was da drüben passiert. Ich kenne die Fakten, aber ich kann es einfach nicht richtig glauben. Deswegen kann ich dir nicht helfen. Und das war so, ich habe mich da so ertappt gefühlt, weil, also gerade ich beschäftige mich da so viel mit, ich kenne alle Fakten, alle Zahlen, trotzdem ist es halt immer noch, auch für mich, was dann doch so abstrakt ist, dass es sehr schwer fällt, das in das alltägliche Leben in völliger Konsequenz so zu übertragen. Also bei mir ist es, bei mir ist es definitiv so, bei mir ist es so ein gewisses Ohnmachtsgefühl, dass ich sage, ich bin so wahnsinnig klein, also ich bin so ein kleines Rädchen in dem Prozess. Und ich kann so wenig verhindern. Also ich achte so ein bisschen drauf, tue ich wirklich mittlerweile. Aber so wirklich, dass ich wirklich verzichte auf irgendwas richtig, das tue ich natürlich auch nicht. Und verlass mich dann natürlich auf die Großen, die Politik, dass die irgendwas regeln, dass das von da aus gesteuert wird. Aber verlassen, ich würde mich tatsächlich nicht drauf verlassen. Ich glaube, das, was du ansprichst, finde ich schlau, nämlich, dass man guckt, was ist wirklich effizient. Und jetzt die Strohhalme wegzulassen, ist sicher nicht effizient. Aber die richtigen Menschen zu wählen, zum Beispiel, oder das, was ihr da gemacht habt, Zivilcourage, meiner Meinung nach zu leisten, indem man versucht, Menschen mitzunehmen, Menschen zu überzeugen, immer wieder darüber zu reden und in Sachen, wo man wirklich was tun kann, sozusagen anzupacken, also weniger fliegen, weniger Fleisch essen, das sind eigentlich so die Hauptelemente und vor allem, was unsere Energie anbelangt, also Heizungen umstellen, eben auf Erneuerbare. Also das sind so ein paar Punkte, wo man irgendwie einen gewissen Hebel hat und dann finde ich es wirklich elementar wichtig, dass man halt schaut, dass man echt die Menschen, also die Politik quasi dazu hintreibt, weil darauf vertrauen, dass sie von alleine auf die Idee kommen. Ich meine, das haben sie jetzt lang genug gezeigt, dass es schnell genug nicht geht. Ja. Ich glaube, da ist schon was zum Beispiel momentan mit Fridays for Future passiert, dass da eine Bewegung in Gang kommt, dass da ein Druck entsteht. Das wird ja plötzlich zu so einem Zeitgeist, da wo es eben noch geil war, seine Fotos auf Instagram zu posten von Thailand. Da ist es plötzlich eher was sozial nicht so ganz anerkannt. Das weiß ich, meine. Und ich glaube, das verändert im Großen dann schon was. Ja, so ein gewisser Wandel hat stattgefunden. Ja. Also, wenn ich mal so gucke und überlege, selbst bei so ganz allereinfachsten Sachen wie den Müll in die Mülltonne zu schmeißen. Wenn ich durch am Rhein entlang gehe in Bonn, wie viel Müll da rumliegt nach dem Grillen, einfach so, man hat dann Bier getrunken und geht weiter. Und das so viele immer es noch nicht mal schaffen, irgendwie ihre Zigarette in Aschenbecher zu tun. Oder die sind auf dem Schiff und werfen ihre Kippen über Bord. Da denke ich mir, das kann doch wohl nicht wahr sein, weil das ist die Basis, dass man keinen Müll in die Umwelt trägt, sondern dass man den ordentlich wegwirft, dass der entweder recycelt werden kann oder deponiert werden kann oder sowas, aber nicht in der Umwelt rumliegen lassen. Es passt zumindest so ein bisschen zu dieser Haltung nach mir die Sintflut, ne? Also dieses, der Mensch neigt dann doch offenbar zu einer kopflosen, egoistischen Haltung. Ja, weil das ist ja die Umwelt, wo ich auch drin sein will, wo ich drin sitzen will, wo ich am Rhein liege. Du bist so, aber viele sind nicht so, die sagen, also, obwohl ich glaube, dass die meisten mittlerweile doch eigentlich auch sagen, Mülltrennung und nicht alles auf den Boden werfen. Wann warst du zuletzt in den Rheinauen? Ja, stimmt. Eigentlich hast du recht. Wie die aussehen. Bei mir vor der Tür liegt auch immer alles auf der Straße rum. Von dir oder was? Nee, die laufen da immer vom Bahnhof vorbei und da liegen überall die Kippenpackungen in der Hecke und so. Ja. Die schmeißen auch alles hin, das stimmt. Aber ich glaube, das ist gar nicht das Problem, den Müll auf die Straße werfen. Das ist nicht das Problem. Es passt halt zu seinem Grundeinstellung. Genau, aber die Einstellung ist das Problem. Genau. Was ich halt noch auch als großes Problem sehe, ist so ein bisschen dieses, und da sind die Medien eigentlich mit beteiligt, man hat oft den Fokus dann auf so
einzelnen Dingen und redet so vom Klein-Klein. Ja? Also zum Beispiel, dass jetzt plötzlich Fliegen ist jetzt das ganz Furchtbare. Ja? Mhm. Jetzt habe ich mich zum Beispiel für ein YouTube-Projekt mit der Moorlandschaft Deutschlands beschäftigt, die ja zu großen Teilen trockengelegt ist. Die speichern ja auch viel. So, 2 bis 3 Mal so viel CO2 emittieren unsere trockengelegten Moore, ne, weil in so einem Moor hast du ja eigentlich ganz viel quasi Pflanzenmaterial, was dort sehr langsam verwest, und das ist Pflanzenmaterial, ne, also Pflanzen nehmen CO2 auf, geben Sauerstoff ab, und das, der Kohlenstoff ist dann in der Pflanze gebunden. Wenn die Pflanze jetzt wieder verwest, wird der Kohlenstoff natürlich wieder freigesetzt zusammen mit Sauerstoff. Ja. Ja? So. Jetzt, wenn das nicht passiert, wenn die Pflanze jetzt in so einem Moor quasi abgeschlossen ist von diesem Kreislauf, dann hast du natürlich ein riesen Lager von CO2. So, und legst du dieses Moor jetzt trocken, dann nimmst du ihm eine Sache weg, nämlich diese Möglichkeit, über dieses saure Milieu, was durch so Moose entsteht, quasi das, die Verwesung aufzuhalten. Also was passiert, das Pflanzenmaterial verwest sehr schnell, daraus kommt Methan, da kommt CO2, und zwar ohne Ende raus. Und das Ganze 2 bis 3 Mal so viel wie der ganze gesamte deutsche Flugverkehr. Wahnsinn. So, wo sehe ich das in irgendeiner Flugscham? Weißt du, was ich meine? Also, wie, was meinst du? Du meinst, naja, wieso wird da nicht drüber geredet? Genau, es wird nur darüber geredet, dass man nicht fliegen darf. Ja. Aber kein Mensch ordnet mal ein, schau mal, da gibt es noch ein paar andere Dinge. Okay. Die sind auch total beschissen. So. Und dann muss man sich eben zum Beispiel fragen, weil ich glaube, dass Fliegen zum Beispiel was ist, ohne das jetzt verteidigen zu wollen. Ja, also wir sollten uns alle fragen, wie viel müssen wir durch die Gegend fliegen. Und wo ich sehr gegen bin, sind jetzt zum Beispiel so innerdeutsche Flüge, die echt nicht sein müssen. Ja. Aber trotzdem glaube ich, dass prinzipiell Flugreisen für unsere globalisierte Welt und für unsere Gesellschaft schon auch was sind, wo wir uns sagen müssen, wollen wir da jetzt komplett drauf verzichten, weil ich glaube, wie das den Horizont erweitert, und ich meine, jeder, der das weiß, der schon mal in ein anderes Land gereist ist, was irgendwie sehr anders war als das, was man zu Hause kennt, der weiß, dass es auch was mit einem macht und dass es auch vielleicht was im Verhalten im Nachhinein ändert, dass es Kulturen verbindet. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Also, vielleicht sollte man so ein bisschen drauf achten, welche, vielleicht gibt es wirklich ein paar Flüge, die nicht notwendig sind. Also, ich weiß nicht. Ja, innerdeutsche Flüge sind bestimmt nicht notwendig. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, irgendwie der 523.000. Kegelclub nach Mallorca, der sich dann Ballermann einen volllaufen lässt. Ich weiß, ich will den Leuten nicht den Flug wegnehmen, auf keinen Fall. Aber es gibt sicherlich Flüge, wo man sagen kann, die müssen nicht sein. Auch oder einfach so Flüge, also in so großen Unternehmen, wo ständig die Manager hin und her fliegen. Weil sowas kann man auch mit Videokonferenzen machen und sowas. Also ich denke, genau, also ich meine, wir sollten schon weniger fliegen, definitiv. Und meiner Meinung nach sollten wir auch irgendwie eine Bepreisung hinkriegen von CO2, was in die Welt gesetzt wird. Ja? Also nur, ich wollte damit sagen, man muss jetzt nicht sozusagen diese Schwarz-Weiß-Haltung denken, jetzt nie mehr fliegen, aber alles andere so weitermachen wie immer, unwissend darüber, dass es vielleicht Faktoren gibt, die dann noch größere Hebel hätten sein können und weniger schmerzhaft sind. Zum Beispiel die Moore. Zum Beispiel die Moore wieder zu vernetzen. Über die kein Mensch redet. Apropos also, Moore. Was lesen wir über Moore in den Medien? Darf ich was zu Mooren sagen? Ja. Sehr gerne. Stefan und ich, wir waren letztes Jahr auf unserem großen The Walk. Da haben wir eine... Was ist The Walk? The Walk, da haben wir einen Live-Talk gemacht beim Spazierengehen. 4 Folgen, 2 Stunden oder so. Wahnsinn. Und das war insofern hart. Das Harte war nicht das Wandern, sondern das 4 Stunden mit Micha reden. Und das Allerhärteste ist, sich das anzuhören. Und nee, 7 Stunden war es, ne? Ich weiß nicht genau. Okay, es waren auf jeden Fall schon ein paar Stunden. Ja. Es waren 30 Kilometer. Und da sind wir auch, also wir sind gegangen von Bonn nach Rheinbach. Und da ist, wie ist die Landschaft? Feld und Wiesen, Wiesen, ein paar Wälder. Und da kamen wir dann tatsächlich, und Stefan, du warst so total schockiert, dass es sowas gibt in Deutschland. Stimmt. Abgesperrte Flächen, wo Schilder waren mit Lebensgefahr, nicht betreten, und so eine Figur, die so versinkt, also so eine Comicfigur von so einem. Und, und Stefan war total, du konntest überhaupt nicht glauben, mir ging es ähnlich, dass es sowas überhaupt noch gibt. Ich dachte, lebensgefährliche Moore.
Es ist ja auch so ein bisschen erschreckend. Ich dachte erst, das war so ein Schild, was irgendwie schon seit 100 Jahren da steht und so vergessen wurde. Also, oder, also ich konnte das gar nicht glauben. Das ist eine wunderschöne Landschaft. Ja, das wollte ich noch dazu sagen. Das ist ja gleich erschreckend irgendwie gleichzeitig, aber auch ein schöner Lebensraum für Tiere und Pflanzen, total, die wir jetzt gar nicht so wissen. Und es hat ja auch was Mysteriöses. Du meinst das Moor? Ja. Ach so, ja. Cool, also, hier Atreju, wisst ihr noch? Ja, klar. Auch bitte nicht daran erinnern. Ist aber sehr traurig jetzt, ne, wo das Pferd stirbt. Wo das Pferd stirbt. Das ist übrigens Fake News gewesen. Ich habe das nämlich ausprobiert für einen YouTube-Clip, der noch im Moor versenken. Ja. Das im Moor versinken, oder was? Ja. Okay. Ja. Du hast ein Pferd genommen und hast versucht, das zu versenken. Entschuldige mal, aber. Ja, was denn dann? Keine Gerüchte streuen hier, Jasmina tötet Pferde. Und zwar habe ich mich selbst versenkt. Weil die Idee war quasi tatsächlich, sich mal zu fragen, wie gefährlich ist denn jetzt so ein Moor wirklich? Ja. Und natürlich das Erste, woran man denkt, ist nämlich genau das. Also all die Menschen, die da schon mal versunken sind. Moorleichen. Also habe ich mir so eine Hose da angeschnallt und bin mal reingestiegen. Und das fühlt sich tatsächlich total abartig an. Also erstmal, es stinkt natürlich wie Sau, weil natürlich dieses ganze Methan da rauskommt. Und dann ist das arschkalt. Weil das saugt sich wirklich wie so ein Vakuum um deinen ganzen Körper. Und je mehr du halt dich bewegst, desto tiefer sinkst du ein. Wie so bei Treibsand, danke. Mhm. Genau. Und das ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Und dann, je mehr du dich versuchst, frei zu schaufeln und zu robben, desto tiefer bist du in diesem Mist da drin, also Horror. Sehr krass. Und am Ende hat mich dann quasi ein Naturführer, den ich mit dabei hatte, hat mich rausgezogen. Also ich habe es überlebt. Warum saugt dich das denn überhaupt so runter? Durch die Schwerkraft natürlich? Oder gibt es da noch andere Effekte, die da drauf wirken? Ja, aber das ist halt ein super, also das ist wie in so einem Schlamm quasi. Du kannst, wenn du nach unten trittst, ne, dann gehst du ja mit dem Bein ein bisschen tiefer. Ja. Und dann kannst du dich aber ja an nichts abstützen, weil du versinkst. Also du trittst dich dann nach unten. Zu schaffen. Ja. Und dann kommt natürlich das Material von außen und sozusagen engt deinen ganzen Körper ein. So, und der Witz ist aber, dass du tatsächlich nicht wirklich versinken kannst. Also das hat einfach was mit der Dichte zu tun. Die Dichte ist höher als bei Wasser. Das heißt, man kann da drin nicht untergehen im eigentlichen Sinne. Es sind aber tatsächlich natürlich schon Menschen im Moor gestorben und deswegen war da wohl auch dieses Schild. Weil wenn du da erstmal drin steckst und schaffst das nicht aus eigener Kraft da wieder raus, dann wird das einfach sehr, sehr kalt. Und dann können die Menschen tatsächlich einfach erfrieren. Also das ist der Grund, warum man im Moor sterbt. Genau, ich wollte nämlich gerade fragen, es gibt ja Moorleichen, die hunderte Jahre da drin gelegen haben. Ne? Die wurden aber auch so absichtlich da reingeworfen, glaube ich. Ja, sehr gut, Micha. Micha, der ist nämlich immer gefesselt. Der Micha, ja. Du hast das schon gehört. Ne? Der weiß immer so viel. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, irgendwann melde ich den bei Wer wird Millionär an. An Moorleichen sieht man noch die Haare und alles. Ja. Echt? Ja. Oh. Michael, oh, das war so cool, das muss ich unbedingt. Ja, war, bitte? Ach, du hast eine Moorleiche. Im Landesamt für Hannover, da ist eine Moorleiche, die Mora, und deren Hand durfte ich in meine Hand nehmen. Und das war tatsächlich, das war so ein unfassbar verrücktes Gefühl. Ja, die Hand, die sieht, und ich sag's euch, die sieht einfach komplett aus wie eine winzig kleine, zierlich zarte Hand. Du kannst von der noch einen Fingerabdruck nehmen. Wahnsinn. Die Fingernägel sind da dran. Absolut beeindruckend, die ist über 3000 Jahre alt. Und wie fühlt sich Ötzi an? Hast den auch mal gestreichelt? Der ist unter Verschluss tatsächlich. Also der ist unter kruden Bedingungen leider da rausgekommen. Die haben den kaputt gemacht, mehr. Ne? Ja, genau. Und deswegen muss der jetzt total abgeriegelt sein, damit er quasi nicht austrocknet und hat da so ein bestimmtes Feuchtigkeitsverhältnis und so. Und diese Moorleiche, deswegen, ich war auch wahnsinnig überrascht, dass ich die rausnehmen durfte. Das war tatsächlich ein sehr, 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 sehr komisches. Filigranes Geschöpf. Wahnsinn. Wunderschön. Ist Ötzi so der wichtigste menschliche Fund in Europa aller Zeiten? Das ist eine gute Frage, ob man das so gegeneinander abwiegen kann. Ne? Der ist sicherlich der berühmteste, würde ich mal sagen. Oder wissenschaftlich wertvoll. Kann man das sagen? Auch nicht unbedingt. Ich glaube, bei Ötzi ist der Witz, dass sich darum halt so eine mysteriöse Geschichte rankt. Weil da gab es doch irgendwelche Leute, die den gefunden haben, die dann noch gestorben sind im Nachhinein. Echt? Ja. Das macht dann immer so einen Mythos auf, weißt du? So nach dem Motto, der böse Ötzi-Mythos. Geist von,
genau. Wusstest du, dass Jürgen Vogel hat die anderen dahin gerafft? Jürgen Vogel hat doch mal Ötzi gespielt in so einem Kinofilm. What? Ja, stimmt. Ist wirklich. Habe ich auch mal irgendwie gesehen. Der Film hieß, glaube ich, Ötzi. Ja, der hieß noch ein bisschen anders. Der hieß irgendwie Der Mann in den Bergen oder so. Ja, Jürgen Vogel ist Der Mann auf dem Eis. Ötzi. Ja. Aber hast du den gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Aber aber ich würde sagen, das war die Rolle seines Lebens. Aber zurück zu dieser Moorleiche. Wenn er das jetzt hören könnte. Ja. Wahrscheinlich die Rolle seines Lebens, weil er keinen einzigen Satz gesagt hatte. Der hat schon, das war schon ein normaler Spielfilm. Obwohl das eher was für Til Schweiger gewesen wäre, weil er ja kaum reden kann. Mhm. Habe ich neulich wieder beim Tatort festgestellt. Ah, ja. Okay, manchmal so ein bisschen Populismus reinbringen in unseren Talk. Ja, Micha bringt mich wieder runter. Ja. Aber da kann ich auch noch was beisteuern. Ja. Sie war nämlich zum Beispiel laktoseintolerant. Das finde ich irgendwie ganz lustig. Das könnte man in seinem Erbgut sehen. Ehrlich? Ja. Das ja ist doch, hat doch auch was mit Evolution zu tun. Ach so. Ja, und ich habe auch mal in meinem Erbgut gecheckt, weil ich es auch nicht glauben wollte damals. Ist übrigens okay, wenn ich ein bisschen Tee trinke? Oder darf man bei euch hier nicht? Doch, doch. Doch. Ja? Man darf bei uns schmatzen, das macht der Stefan ständig. Ja. Ja. Wunderbar. Micha hat extra sich so ein Blatt dahingelegt, wo drauf steht, schmatzen, wenn ich schmatzen würde. Ja, ich soll das hochhalten. Aber ich trinke ja im Moment nichts. So, ja, weil ich trinke ja manchmal Tee auch oder Bier oder so. Ja, Gin Tonic beim letzten Mal. Das stimmt, Gin Tonic und so. Und dann da war es richtig schlimm mit dem Schmatzen. Ja, ja. Und wenn der Stefan versucht, das dann extra zu unterdrücken, dann wird er ganz rot im Gesicht. Ehrlich? Ist das so? Ja. Schade, dass man das nicht sehen kann. Ja, der Micha, die neueste Idee war, er wollte so einen kleinen, so einen Elektroschocker an mich anschließen, dass immer, wenn ich schmatzen würde, dass ich so einen kleinen Elektroschlag kriege. Ja. Das ist ganz geil, ja. Dieses unfassbar coole Experiment, also ja. So wie bei du meinst Ghostbusters, ne? Denkst du gerade an Ghostbusters, wo der am Anfang immer diese Elektroschläge kriegt, weil der so Wörter sagen muss und erraten muss? Ich meinte tatsächlich eher dieses wissenschaftliche Experiment, wo es darum ging, dass Leute andere quasi unter der Autorität eines Typen Stromschläge verpassen wollten und der dann... Ach das, ne, ja, das habe ich auch mal gehört. Wo das Experiment, auch dieser Film quasi so ein bisschen draus geboren ist. Ne? Ja, ja, wie weit die gehen dann, ne? Dass die keine Skrupel haben, jeden Befehl auszuführen und wie schlimm es den Leuten auch noch wehtut, ne? Genau, also egal, das war damals so die Untersuchung, ja. Das Fazit von diesem Experiment war, glaube ich, wenn einer mit einem weißen Kittel mir sagt, dass ich das tun soll, dann mache ich's. Weil der hat ja dann die Verantwortung und nicht ich. So ähnlich war das. Ja, wobei das tatsächlich mittlerweile dieses Experiment, ich meine, in der Wissenschaft ist ja immer so, es kommt immer sehr auf die Methodik an. Und auch da, das wird mittlerweile auch so ein bisschen in Frage gestellt, weil das sehr schlecht zu rekonstruieren ist tatsächlich. Also inwiefern haben sich zum Beispiel, das war damals eine Zeitungsanzeige, die geschaltet wurde, für dieses Experiment quasi, sollten sich dann auch Leute bewerben und so. Und kommen da dann vielleicht zum Beispiel nur Leute, die schon so ein abstruse, weißt du, Persönlichkeitsmuster haben und so weiter. Das heißt, wenn man das dann im Nachhinein versucht, nochmal so nachzubauen, ob das wirklich ganz so krass war, mit diesem Gefängnisexperiment da, dann ist das vielleicht gar nicht mehr so. Ne? Genau, also. Ja. Okay. Ich hatte mal sowas gesehen, nur ganz kurz, auch so ein Experiment, da ging es um Psychologie, da saßen irgendwie 10 Leute in so einem Raum und haben einen Bewerbungstest ausgefüllt, aber jeder wusste, dass das quasi eine gestellte Situation war, bis auf einen. Und dann haben die in diesen Raum so ganz langsam durch einen Türschlitz Rauch, also ungiftigen Rauch. Scheiße. Und dieser eine hat dann irgendwie gedacht, was ist hier los? Aber alle haben weitergeschrieben und er hat gesagt, ja gut, ich schreibe auch weiter. Ja, klar. Und er hat sich langsam mit Rauch gefüllt, dieser Raum. Und er ist nicht rausgegangen. Und man fragt sich ja dann schon immer, wie würde man selbst reagieren, oder? Ja, ja. Wäre man davor gefeit, vor diesem Wahnsinnsgruppeneffekt? Ja, der Gruppeneffekt, der ist schon stark. Ich glaube, der Stefan, der wird lange brauchen, um das zu merken, dass da Rauch in diesen Raum eindringt, wenn er in so einer Testsituation drin hängt. Keine Ahnung, gute Frage, ich weiß nicht. Ich bin wahrscheinlich aber auch eher so ein Herdentyp, der das machen würde, was die anderen machen. Ja, man will nicht auffallen. Ja, es ist halt, man ist halt so, ne? Es ist halt. Aber jetzt müssen wir die Jasmina noch von dieser Moorleiche da weiter erzählen lassen. Da stimmt, sie haben mich unterbrochen. Die Moorleiche, ja, kommt von einem zum anderen. Das war auf jeden Fall eine wahnsinnig beeindruckende Situation. Und was man halt an dieser Hand wahnsinnig gut sehen konnte, die war wirklich wie so ledrig, ne? Wie dieses Moor, die quasi konserviert hat. Und ich war dann tatsächlich auch was war der eigentlich genau? War der Biologe? Anthropologe. Auf jeden Fall kennt er, der Morologe. Kennt sich auch,
Ja, der kennt sich auf jeden Fall wahnsinnig gut mit diesem Moor da aus. Das, wo war das Moor? In Schleswig-Holstein da oben irgendwo. Und der ist dann mit mir da durch und wir haben dann Torf gestochen, ne? Und haben dann quasi so eine Stichprobe rausgenommen. Und dann hast du wirklich in 1 Meter Tiefe hast du Material, Pflanzenmaterial von vor 1000 Jahren. Und wenn du das da rausholst, das sieht sich, du siehst noch die fasrigen Blattstrukturen so halbwegs, ja. Also es ist unfassbar, wie das quasi konserviert. Und auch richtige Stöcke sind da noch drin, die uralt sind, ne? Ja, das habe ich jetzt nicht gesehen. Also das ist wirklich wie so Stroh oder so sieht das so ein bisschen aus, so bräunliches Stroh. Und wir wissen überhaupt nicht genau, was Torf ist. Ja, aber ewig aber, nicht gesehen sowas. Ja, aber ist das denn jetzt, sind das dann so Pflanzen, wo du das Gefühl hast, boah, da war damals eine ganz andere Vegetation? Nee, ne? So jetzt nicht. So kann man das nicht mehr sehen. Aber das, was das ist, also ein Moor entsteht quasi immer auf einer Fläche, das wie so eine Badewanne ist, ne, wo quasi das Wasser nicht ablaufen kann. So fängt das an, also wie bei einem See, der dann aber so langsam zulandet. Weißt du, da wachsen immer vom Rand immer mehr Pflanzen rein, Schilf und so weiter. Das stirbt ab, sinkt an den Boden und dann irgendwann können sich Moose darüber wachsen, so Torfmoose. Und die sind quasi dafür verantwortlich, dass dann da so ein saures Milieu entsteht durch Huminsäuren, die produzieren. Und durch diese Huminsäuren und dieses saure Milieu, das ist eigentlich ein ganz stinknormaler Konservierungseffekt, wie wenn man Gurken einmacht. Okay. In was Saurem oder Sauerkraut oder so. So, und dann, das stört quasi die Bakterien, die das eigentlich verwesen würden. Ja. Die fühlen sich in diesem sauren Milieu einfach nicht wahnsinnig wohl. Also findet die Verwesung nicht statt. So, jetzt wird immer mehr Pflanzenmaterial eingetragen, immer mehr Moos wächst darüber. Und so kann ein Moor quasi kontinuierlich wachsen, solange das halt immer nass bleibt. Und immer mehr von diesem Pflanzenmaterial, ne, also ihr erinnert euch, hier ist eine Pflanze, was macht die? Die produziert aus Energie, Sonnenlicht und CO2, baut die quasi ihr Gerüst, ihren Zucker auf. Ne? Also da wird der Kohlenstoff quasi drin verbaut und dabei entsteht eben als Abfallprodukt Sauerstoff, der freigesetzt wird. So, dieser gebundene Kohlenstoff jetzt in der Pflanze landet also in dem Moor, wo er nicht verwest und damit ist er da drin gebunden. Und wenn du dann wirklich diesen 1 Meter hast und hast da diese 1000 Jahre Pflanzenwachstum, ne, also was eigentlich über 1000 Jahre an CO2 in die Luft freigesetzt worden wäre, ist komprimiert in 1 Meter. Jetzt kommen dann Leute und nehmen das Torf da raus, lassen das trocknen. Und das wurde ja früher auch verbrannt als Brennstoff. Das ist ein mega geiles Brennmaterial. Ja. Hat einen super Effekt. Bäm, wird alles rausgeballert. Dann hast du in so einem Scheit-Torf, um deine Bude zu hitzen, damals eben schon unfassbar viele Tonnen CO2, die du dann da quasi freisetzt. Es gibt auch immer noch Torf, der zum Beispiel in Blumenerde eingesetzt wird. Also wenn man sich jetzt fragt, was kann jeder Einzelne tun? Torffrei steht auch manchen dann drauf, ne? Genau. Ach so, habe ich auch noch nie drüber nachgedacht. Das heißt, wenn ich demnächst in den Baumarkt renne, dann hole ich mir keinen Torf. Genau. Weil ich damit kann. Ja. Ja. Okay. Ja, genau. Und das, was du aber vorhin meintest mit dem Fleischessen, das ist natürlich der größere Hebel, weil die allermeisten Moore sind quasi trockengelegt, weil die Bauern haben jetzt irgendwie dieses Stück Land und da ist das Moor. Was willst du damit anfangen? Kannst du natürlich kein Geld mit verdienen. Und natürlich müssen die Menschen auch irgendwie sich um ihre Existenz kümmern. Also was haben sie gemacht? Sie legen das trocken oder solche Gräben, die dann gebaut werden, das Wasser fließt ab und dann kannst du da halt irgendwie Kühe draufstellen oder so. Aber mittlerweile wäre das ja gut, wenn man sagen würde, ich betreibe quasi diesen CO2-Speicher und der verdiene Geld damit. Wenn das entlohnt werden würde vom Staat? Wenn das so wäre, ja. So, und mit sowas fängt es halt an. Und da kann die Politik natürlich eingreifen, weißt du? Die kann natürlich die Leute entschädigen, sagen, leg das trocken. Also das wäre natürlich der Witz. Und wenn wir uns jetzt alle als Gesellschaft entschließen würden, diese Steuergelder sind uns das wert, das ist richtig angelegt. Und das meine ich, das ist der Effekt von, ich wähle die richtigen Menschen, ne? Oder da kann ich eben was schon was Entscheidendes beitragen. Ich habe jetzt auch echt Lust, so eine Moorwanderung mal zu machen, Stefan. Das finde ich auch schön. Ich wüsste nicht, wo es hier Moore gibt. Ja, müssen wir halt ein bisschen fahren. Gibt's also in Deutschland gibt es auch viele Moore. In Norddeutschland gibt es hier das Peenetal, das kann ich euch sehr empfehlen. Das ist eine wunderschöne Landschaft. Und ist es so, dass das Moor nicht mittlerweile auch geschützt wird in Deutschland? Also das... Naja, also du hast schon, es gibt zum Beispiel dieser Hans Joosten, mit dem ich da auch schon unterwegs war, das ist eigentlich ein Niederländer, einen sehr charmanten Akzent und der
der kümmert sich mit seinem Forschungsteam darum, wie kann man jetzt zum Beispiel diese nassen Flächen trotzdem landwirtschaftlich nutzbar machen. Also klar, du kannst zum Beispiel Wasserbüffel draufstellen. Ja. Das ist zum Beispiel eine Idee. Oder du kannst irgendwelche Pflanzen, die quasi dieses saure, wässrige Milieu mögen, draufsetzen und kannst die dann ernten und dann versuchen die auch so ein Nebenprodukt oder ein Ersatzprodukt im Prinzip für Torf da wachsen zu lassen, herstellen zu lassen. Das fand ich auch eine ganz interessante Idee. Sprich, Forschung läuft, ne? Und es gibt auch natürlich Naturschutzgebiete in Deutschland, aber das ist natürlich lange nicht genug und es gibt da sehr, sehr viel zu tun. Aber, oh ja, das ist auch noch ganz spannend. Und zwar selbst der Stefan Rahmstorf, den ihr vorhin schon angesprochen habt, der hat mir mal gesagt, dass er zum Beispiel für Flüge, die er wirklich machen muss. Ein Klimaexperte ist das, nur damit man weiß, wer das ist. Ja. Genau, vom Potsdamer Klimainstitut, Klimaforschungsinstitut. Und der muss natürlich manchmal auch für seinen Beruf einfach Flüge tätigen. Und dann macht er Ausgleichszahlungen. Und zwar kann man das eben auch sehr gezielt machen, damit man auch weiß, wo ist mein Geld angelegt. Und da gibt es in Schleswig-Holstein eben Moore, die von diesem Geld dann wieder verwässert werden und entsprechend dann ja quasi kein CO2 mehr ausspucken. Was würden wir denn für Tiere in so einem Moor finden, die es nur da gibt? Weil ich denke jetzt an Störche und Frösche und irgendwelche Graureiher. Ja, das habe ich tatsächlich auch gesehen. Genau, es ist eine unglaubliche Vogelwelt, die man da vorfindet. Es gibt natürlich viele Insekten und so weiter. Aber ehrlich gesagt, so ein richtig großes Tier ist mir nicht über den Weg gelaufen, als ich da drin rumgestiefelt bin. Ne? Aber kann ich dir so nicht sagen. Wildschweine, die wühlen sich doch gerne. Die suhlen sich doch gerne, aber nicht im Moor. Die machen ihr eigenes Moor. Die sind eher im Wald unterwegs und ja, mittlerweile auch verbreitet in Städten. Ne? Da gibt es auch ganz geile Aufnahmen, wie die da in Berlin. Durch Berlin streichen. Ja. Also in Bonn gibt es nicht so viele Wildschweine, außer so eingezäunt im Kottenforst. In Bonn seid ihr also, das war mir auch noch neu. Ja. Wo bist du eigentlich, wenn ich mal fragen kann? Ich bin in München. Ach so, du kommst aus. Ja. Ach so, das ist München. Apropos München. Ich habe mir hier was aufgeschrieben, ein Thema, ein kleines. Da war doch mal der Problembär unterwegs, oder? In München, in der Stadt. Ja, in München selbst nicht. In München nicht. Oder? Ich dachte, der wäre da an so Mülltonnen gegangen und so, in München. Da über einen Frauenmarkt, wie heißt der nochmal, diese Frauenkirche oder, nee. Viktualienmarkt, oder? Ja, ich dachte, der wäre da in München. Der war am Oktoberfest und hat da Probleme gemacht, weil er so besoffen war. Ja, okay, das jetzt nicht, aber ich dachte, der wäre da unterwegs. Der war in den Alpen. Kam irgendwie aus Südtirol, oder? Genau, glaube ich auch. Ja. Aber das ist so, was so hängen bleibt bei den Medien. Aber das ist auch noch nicht, das ist nicht die Zeit gewesen. Also ich bin noch nicht so wahnsinnig lange in München, nicht erst seit 3 Jahren. Ich komme eigentlich aus der Mainzer Region, so ach so. Die Ecke. Ja, genau. Der Problembär, der hieß übrigens Bruno. Der wurde von der Presse so genannt. Der Micha weiß alles. Ich sage, wer wird Millionär? Und diese Frage, wie hieß der Problembär? Meine beste Freundin hat da richtig abgeräumt bei mir. Ehrlich? Oh, toll, cool. Wie kommt man denn da rein überhaupt? Ach Stefan, gehst auf rtl.de. Ehrlich? Ja. Okay. Da klingelt einer bei dir an der Haustür und sagt, guten Tag, möchten Sie bei Wer wird Millionär mitmachen? Also jetzt mal ohne Witz, wenn diese Frage gestellt worden wäre, wie hieß der Problembär? Frank, Bruno, Hans oder Peter? Oder kann also entschuldige mal, dann wärst du schon auf Bruno. Ja, okay, oder ein Problem der Peter nennen. Ja, okay, dann okay, vielleicht Bruno, was gibt's noch für Bären? Brummi, Bronchi, Bronco. Petz. oder Pelzi. Oder Pelzi. Ja, genau. So, und dann kommt so ein Micha und haut irgendwie bei 1 Million Euro den Namen Bruno raus. Das wäre die 500-Euro-Frage gewesen, Stefan. Okay, ehrlich? Maximal, ja. Also ich fand das viel schöner. Weißt du, was mich echt ein bisschen berührt hat hier? Ich bin vorhin von der Arbeit und ich habe jetzt diese Woche tatsächlich ein paar Nachtschichten gemacht, weil wir uns Montag entschlossen haben, Mensch, wir müssen was zum Coronavirus unbedingt machen. Und dann hatte ich halt ein bisschen was zu tun, sozusagen, bis wir das Video raushauen konnten. Und deswegen war ich vorhin wirklich fertig und bin dann mit dem Fahrrad nach Hause geradelt. Habe gedacht, jetzt höre ich mir mal euren Podcast an, wegen die letzte Folge. Ja. Und war schon so, oh verdammt, ja, ey, schaffe ich das wirklich? Und dann hat mich ja so wahnsinnig schön von den Schuhen bei Dirty Dancing erzählt und ich dachte auch, guck mal, da hat aber jemand ein Auge für Film. Da habe ich mich tatsächlich gefragt,
Bist du da irgendwie in der Filmwelt unterwegs? Weil, wie dir das aufgefallen ist, wie die quasi die einzelnen Schuhe aneinander schneiden, während sie dann irgendwie tanzen lernt und das so als Stilmittel benutzen. Also das fand ich irgendwie sau interessant. Also die Entwicklung, dass sie jetzt quasi von der grauen Maus zur Tänzerin wird, wie das über die Schuhe symbolisiert wurde. Ja, das, ich fand das als wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, schon irgendwie toll. Und ist auch ein bisschen peinlich, als Kind oder als Mann Dirty Dancing gut zu finden. Okay. Naja. Aber es ist so. Mittlerweile ist das ja wohl überhaupt kein Problem. Und schön, dass sich dieser Film jetzt oder diese das, was die mir dazu erzählt haben, dazu verleitet hat, ja komm, ich bin zwar müde, aber ich wähle mich jetzt ein. Das ist wirklich sehr sympathisch. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob du was mit Filmen zu tun Nein, hast. Nein, habe ich nicht. Dann hast du aber ein Talent dafür, glaube ich, weil wie man, was wir immer machen, also ich habe ja vorher, bevor ich YouTube gemacht habe, auch die großen Terra X-Dokus quasi als Autorin gemacht und was man da immer versucht, und das musste ich auch echt sehr hart erst lernen, als Wissenschaftlerin denkst du ja oft vom Inhalt her, vom Kopf her, ne? Ja. Und wie man dann quasi am besten ganz ohne Text nur über die Bilder erzählt, finde ich eine absolut hohe Kunst. Ja, das also im Prinzip wäre das Allercoolste, dass du die Bilder nur so aneinander schneidest, dass sie schon deine Geschichte transportieren, ohne dass du auch nur einen Sprechertext hörst. Du meinst nicht so akribisch an irgendwelche Infos klammern, sondern eher so emotionaler mit Bildern reden, ne? Ja, oder? Also was ich meine ist, du kannst entweder einen Text, also was wir sind ja, wenn wir Filmautoren sind, ne, dann hast du ja, erzählst du eine Geschichte und du kannst natürlich über deinen Text wie ein Zeitungsartikel eine Geschichte erzählen und die kannst du bebildern. Ja. Da kannst du dann zum Beispiel Coronavirus und dann sieht man halt ein Coronavirus. Und was wir bei so einer richtigen Dokumentation aber versuchen, ist eher, dass sich die Geschichte und das Gefühl schon fast nur über die Bilder vermittelt. Was wäre denn da mal ein Beispiel für? Naja, wie du es eben bei Dirty Dancing eigentlich meintest, ne? Mhm. Also dieses, genau was du gerade gesagt hast, da ist eigentlich eine graue Maus und plötzlich erblüht die und wird hier zur Tänzerin und hat Selbstbewusstsein und eigenbestimmt und wird zum Baby quasi zur Frau, so nach dem Motto, das ist innerhalb von 5 Sekunden mit 5 Versteht Bildern, jeder, ne? Im Prinzip ist alles drin. Wobei ich für meine Begriffe gerade, an der Stelle muss ich sagen, ich fand es ein bisschen zu schnell. In dem Film. Gut, Stefan hat sich mitbekommen. Ich erinnere mich da gar nicht mehr so dran an den Film. Ja, doch, ich weiß, ich habe den auch irgendwie neulich nochmal geguckt und ich mag den auch echt, ich finde den echt cool. Aber ich fand es irgendwie so ein bisschen sehr schnell, wie die dann plötzlich so von so einer total unbeholfenen, unselbstbewussten Frau so plötzlich dann doch so super. Ja. Aber gut, eigentlich? Man hat halt nicht so viel Zeit, es sind nur 120 Minuten. Dann muss halt irgendwie. Wusstet ihr eigentlich, wer in dem Cast ursprünglich, also es gab noch ein anderes Paar, die waren auch, also es gab bei den Produzenten welche, die haben jemand anderen favorisiert, statt Geil. Patrick Swayze, und zwar war das Billy Zane. Von dem haben die gedacht, das wäre der neue Marlon Brando. Und die wollten den haben. Billy Zane ist wer? Der Bösewicht von Titanic. Dieser Ach, der? Nein. Ja. Ach du Scheiße. Ehrlich? Ja, und es gibt Probeaufnahmen von ihm und er tanzt mit wem? Mit Sarah Jessica Parker, die Nein. von Sex and the Gott, City. Das wäre jetzt einfach ein geiler Film geworden. Weil ehrlich gesagt, ich mag Dirty Dancing nicht so wahnsinnig. Das finde ich total die blöde... Was? Ja. Okay, wir müssen jetzt hier das abbrechen. Nein. Wir spielen jetzt erstmal ein Lied von Dirty Dancing, würde ich sagen. Nee, wir haben keins dabei. Wir haben keins dabei. Jessica Parker, geil, die liebe ich. Die findest du so gut, ja? Also du kannst bei YouTube gucken, es gibt Probeaufnahmen. Die hat sehr mein Leben geprägt. Es gibt Probeaufnahmen und da wirst du denken, da wird die wahrscheinlich erst 20 gewesen sein oder so. Und wusstet ihr, dass bei Zurück in die Zukunft übrigens, ich glaube, mein Lieblingsfilm. Wusste ich. Gell? Egal, was du jetzt sagst, ich weiß es mit Sicherheit. Aber erzähl. Bist du auch Fan? Okay. Der wurde ja in großen Teilen schon aufgenommen mit einem anderen Schauspieler. Ja, ich weiß mit wem. Er war später auch bei so einem Quentin Tarantino-Film. Na, wie heißt er denn noch? Mit so einem rothaariger Typ. Ehrlich gesagt, wie heißt, weiß ich auch nicht, aber wie unfassbar, weil nämlich der Michael J. Fox einfach keine Zeit hatte, weil der so beschäftigt war mit irgendeiner Serie. Family die Ties er, glaub ich, gespielt hat der gedreht. Ja. Und dann haben die wirklich schon relativ viel produziert und haben gemerkt, fuck, das ist einfach scheiße. Ja. Wir wollen den doch haben. Und dann ist der nachts noch, glaube ich,
hat er dann irgendwie immer zurück in Zukunft gedreht und tagsüber genau. diese Serie oder so. Ja. Ein absoluter Wahnsinn. Das hat ja sehr viele Nachtaufnahmen, gerade so der Anfang von Zurück in die Zukunft. Ja. Und der Eric Stoltz hieß der übrigens. Genau. Ja, das wäre der rothaarige Typ, der ist bekannt geworden als Honey Bunny oder Pumpkin von Pulp Fiction. Nein! Ja. Der, ach krass. Oder? Ja, das ist das der? Und ich sage euch, das wäre einfach kein guter Film geworden, weil dieser Film ist einfach nur... Der muss mit Michael J. Fox sein. Locke und mit Michael J. Fox. Ja. Und den, ach, war ich verliebt in den immer. Ja. Großartig, fand ich auch damals in der Rolle. Der hatte so diese lässige, lockere... So dieses, alle haben den geliebt, alle wollten so sein wie der. Der hatte so eine Power. Ja. Ich heute wollte den lieber... und das Geile war, der war so klein, ne? Das fand ich irgendwie so... Ja, der ist winzig. Der ist total klein. Das merkt man aber auch im Film, dass der klein ist. Aber der hat auch eine ganz große Frau. Die ist irgendwie ein Kopf größer als echt? Der. Ach, krass. Mhm. Ich habe nochmal gerade nachgeguckt, dass... das ist Eric Stoltz bei Pulp Fiction war der diese Nadel dann in die diese Adrenalinspritze reingehauen hat. Dieser total schräge Typ. Und der sollte Marty McFly spielen? Wahnsinn. Hm. Aber da sieht man auch mal ehrlich gesagt, was so ein Cast für einen riesen Unterschied macht, ne? Das ist halt wirklich so. Also damit kannst du schon viel entscheiden bei so einem Film. Ja. So, liebe Jasmina, wir müssen mal eine kleine Pause machen, weil wir auch gerne mal zwischenspeichern, um hier uns zu beruhigen, damit wir die Daten nicht verlieren. Deswegen wollten wir jetzt mal einen kleinen Song machen. Ich habe einen dabei, der dauert auch nur 2 Minuten und dann speichert der Stefan und unseren Track mal zwischen und dann sind wir gleich wieder dabei. Oder Stefan, was sagst du? Absolut, würde ich so machen. Ich überlege nur gerade, wie wir das technisch machen. Ja, die. Also ich glaube, es geht nur so, dass du in der Leitung bleibst. Das ist am besten. Ja. Ja. Du bleibst einfach ich drin. Ich würde mal gerne ein Pipi machen gehen. Ja, der Song der dauert 2,5 Minuten und dann reden wir einfach weiter und du kommst gleich wieder mit dazu, okay? Alles klar. Okay, dann mach doch mal den Song rein und dann schnaufen wir mal. Was ist das? Also? Vielleicht noch 2 Sätze zu dem Song? Hast du noch irgendwas? Ja, der kommt. Warum kommt der auf die Liste? Aus der Serie Mad Men kam der drin vor und der Song heißt Zubizou und ist ein sehr, sehr schönes französisches Lied, ein französischer Chanson, Popsong und finde ich sehr toll. Und gerade Mad Men ist so eine Serie, die mich sehr meditativ bewegt und beruhigt. Und Donald Draper, der Hauptdarsteller von dieser Serie, ist eine Identifikationsfigur auch und er hat selber auch quasi, er begibt sich in die Welt von Frauen und in die Berufswelt und das versucht alles seine Identität zu finden und gerade diese Serie ist einfach sehr schön und ein Song aus dieser Serie, ein französisches Lied, möchte ich jetzt mal reinmachen. Okay, dann hören wir jetzt mal rein. 1, 2, 3, 4
Von mir gibt's sowas wie Zart und Bitter. So, wir sind zurück aus der kleinen Pause. Das war das Lied Subisubisu. Und jetzt sind wir zurück mit Stefan und Jasmina. Hallo. Hallo. So, du hattest ja eben gesagt, Zwischenzeit hatte ich mal einen Hustenbonbon reingesteckt. Oh. Jetzt bin ich natürlich am Rumschmatzen, aber da müsst ihr jetzt durch. Ja, das kriegen wir hin. Vor allen Dingen, weil ich jetzt auch einen kleinen Exkurs vorbereitet habe. Oh ja. Du hast ja erzählt, du kommst aus München. Mhm. Kennst du Rudolf Gantenbrink, zufälligerweise? Nee. Stefan, kennst du Rudolf Gantenbrink? Nie gehört. Ist das jetzt so eine Fangfrage oder was? Nee, es ist keine Fangfrage. Also ich habe 1993 habe ich mal eine Spiegel-TV-Reportage gesehen über Rudolf Gantenbrink. Und das hat mich nachhaltig bewegt und ich habe das so ein bisschen verfolgt, was da so passiert ist. Ja. Und zwar Rudolf Gantenbrink, das war so ein Ingenieur aus Deutschland. Er hat in München gelebt oder wohnt da noch. Und der war mal von dem ägyptischen Archäologie-Institut in Kairo irgendwie engagiert, um in der Cheops-Pyramide irgendwie so ein Entlüftungsding zu installieren. Mhm. Und da hat der jetzt nichts entdeckt, sondern das gab es schon vorher. Und zwar gibt es da in der Königinnenkammer so kleine Schächte. Das sind nur so ganz kleine Kammern, die sind 20 mal 20 Zentimeter groß. Und die führen so von dieser Königinnenkammer so steil nach oben. Und der hat da so einen kleinen Roboter gebaut mit einer Kamera dran und mit so einem Kabel und ist dann da diesen Schacht mit hochgefahren, um zu gucken, was da ist. Weil da ist noch nie einer, kennt ihr das noch nie gehört von diesen? Nee. Upu Out hat er seinen Roboter genannt. Upu Out ist ein ägyptischer Gott, heißt irgendwie Öffner der Wege oder so. Ja. Und der hat dann diese Genehmigung da auch dafür bekommen. Ja, fahr da mal ruhig mit rein. Und zwar sind das so zwei Schächte oder es gibt zwei große Kammern in dieser Cheops-Pyramide. Eine Königinnenkammer und eine Königskammer. Und bei dem einen wusste man schon, naja, da gibt es so zwei Schächte, die gehen bis nach draußen. Die führen so in einem 45-Grad-Winkel davon hoch und es sind so Art Entlüftungsschächte, damit die Seele irgendwie nach draußen kommen kann oder sowas in der Art. Und in dieser anderen Kammer gab es auch diese Schächte, da war aber so eine Blende drauf, hat man erst relativ spät entdeckt, dass es da, also so dünn war das so verspachtelt und irgendwie 1870 oder sowas hat man dann da gemerkt, ah, das ist ja offen, auch solche zwei Kammern, hat aber dann festgestellt, das ist, hat keine Öffnung nach draußen, weil man hat mit Rauch dann versucht zu gucken, wo kommt das raus, dieser Rauch kam aber nirgendwo raus. Und dann hat dieser Typ, der das als allererstes entdeckt hat, auch mit so einem Rohr oder mit so einer langen Stange darum gestochert, hat aber quasi nichts gefunden. So zwei Teile sind da irgendwie rausgefallen, irgendwie so ein Kupferring und so eine Kugel. Aber dann hat sich keiner mehr drum gekümmert. Und dieser Typ ist da halt mit diesem kleinen Roboter reingefahren. Und es gab zwei Schächte. Den einen ist da reingefahren und ich habe das da irgendwie als... Ist der ist da mit dem Roboter zusammen reingefahren oder was? So hat sich das jetzt angehört, oder? Nein, der hat da so eine Kamera drauf gebaut und er selber stand in der Kammer und hat, das ist ja nur ganz klein. In der Kammer oder in der Kamera? In der Kammer, ja. an einem Laptop und hat quasi das Ding gesteuert. Ja. Dieser Schacht ist... Wie ist er denn in die Kammer gekommen? Ja, die ist normal zugänglich für einen. Ach so. Ja. Okay. Das ist ein Grabmal gewesen. Okay. Und ich hatte das dann gesehen, diese Spiegel-TV-Reportage, und war total gebannt, wie die halt mit diesem Roboter da durchgefahren sind. Und hat man dann so gesehen, so Schatten und irgendwelche Steine. Und langsam hat sich das dann in diese Dunkelheit reingeschält. Und immer mehr kam zum Vorschein. Dann hat man auch diese Stange gesehen, womit dieser Typ irgendwie im 19. Jahrhundert da rumgestochert hat. Und da hat man so eine Spinne, lag dann da auch rum, irgendwie so eine vertrocknete Spinne. Und dann kam man zu so einem Knick. Und da konnte der nicht drumrum und konnte dann nur so einmal so rumgucken. Und da konnte man halt so sehen, dass dieser Schacht so weiter in die Dunkelheit führt. Ja. Und dann hat man da so plötzlich so Schatten gesehen, so bewegen oder was? Nein, hat man nicht, aber hatte schon so ein bisschen Schiss. Ja, aber da kommt doch jetzt so eine Pointe, irgendwie sowas. Ja, dann wurde noch der andere Schacht erkundet. Ja, okay. Und da gab es keinen Knick, sondern der führte irgendwie 60 Meter oder so einfach immer weiter. Und irgendwann kam man dann zu so einem Verschlussstein. Und an diesem Verschlussstein waren so zwei Kupfernägel so dass das so ein richtiger Abschluss war. Man hat ja gedacht, das wäre irgendwie so ein Gang, der wird nach draußen gehen, aber da war dann so ein Verschluss. Dann durfte der da aber nicht weiter filmen und forschen und man wusste dann jahrelang nicht, was dann damit passiert, was dann da ist in diesem Gang. Und
irgendwie so 10 Jahre später oder so, hat dann ein anderer. Ja. Und ja. Dann kam der Coronavirus oder was? Nee. Okay. Etwas später hat man dann mit einem anderen Gerät, ja, hat man da noch einen Bohrer und so ein Endoskop und hat quasi in diese Platte reingebohrt und hat dann da durchgeguckt mit so einer ganz kleinen Kamera. Mhm. Und was hat man gesehen? Einen kleinen Hohlraum und wieder so eine Verschlussplatte. Und die hat man bis heute nicht geöffnet. So Kafka-mäßig, ne? Immer weiter und weiter und wieder eine Tür und wieder eine Tür. Der nächste Hohlraum, der nächste Verschlussstein und keiner weiß, was dahinter ist. Und cool. Also man weiß jetzt immer noch nicht, was dahinter ist. Aber es gibt welche, die sagen... Let's explore. Aber kann man das denn nicht nochmal öffnen? Ja, jetzt wird es aber schwierig, ne? Weil hinter diesem, das ist ja alles so klein. Und da hat man... Achso, dann braucht man wieder einen neuen Roboter, der nochmal kleiner geht oder was? Ja, man kann das auch nicht wegschieben oder so. Man sieht halt nur, ist so ein kleiner Hohlraum und dahinter ist dann nochmal der gleiche Verschluss. Manche vermuten, da ist ein Wurmloch dahinter. Geil. Schwarzes Loch, oder? Ja. Dass du die Erde aufsaugt, wenn die Tür geöffnet vielleicht wird. Da gibt es ja auch welche, die behaupten, dass die Ägypter die Pyramiden gar nicht gebaut hätten, sondern dass das Außerirdische waren, natürlich. Vielleicht gibt es ja, ich weiß nicht, Jasmina, vielleicht gibt es ja, ich weiß nicht, als Wissenschaftlerin weiß man ja immer mehr so über sowas. Vielleicht waren Aliens. Wir wollten das nicht sagen. Ich wollte jetzt eigentlich, ich dachte, jetzt wird es mal wissenschaftlich fundiert, aber... nein, das sind natürlich einfach schlicht und ergreifend Hebelkräfte, die da ausgenutzt haben, ne? Also... Man kann sich das ja ganz schön anschauen, wie die, es wirkt ja immer so, mein Gott, wie hat man da diese riesen Brocken übereinander gesetzt, aber wenn du halt sehr, sehr viele Menschen unter Sklavenbedingungen... Dann ist es gar nicht so schwer, ne? Dann geht das schon, wenn man das richtige Material einsetzt, um halt entsprechende Hebelkräfte dann zu haben, um das hochzuhieven. Also da müssen nicht Aliens her, da muss halt eine... Es gibt ja diesen, das hatten wir ja schon mal hier in unserem Podcast, es gibt ja diesen Typen Erich von Däniken, der behauptet ja, dass Aliens schon mal hier auf der Erde waren und geholfen haben, hier bestimmte Sachen aufzubauen. Und dafür gibt es auch Belege und dann führt er so bestimmte... Angebliche Belege. Ja. Das ist Pseudowissenschaft. Es ist schon... Die Belege. Das war das Ding. Ich meine, ich fände es ja auch schön. Ich bin ja übrigens großer Trekkie. Ja, Star Trek. Ja, eben. Ich finde... Ich bin ja Trekkie. Ist sie gut? Kann man die gucken? Ich habe noch... Also, alle Menschen sagen mir, sie ist ganz toll, aber da ich letzte Woche auf Dienstreise war und diese Woche, wie gesagt, Nachtschichten geschoben habe, habe ich sie immer noch nicht geguckt. Und heute Abend... bin ich bei euch, aber morgen ist Zeit. Aber ich habe auch gehört, die wäre gut. Hab ich gehört. Soll geil sein, ja. Und jedenfalls fände ich das auch schön, wenn wenn man mal mit irgendwie, vielleicht würde uns das sogar als Menschheit mal zusammenraufen, ne? Wenn man so quasi sich mal dann endlich als Menschheit sieht und nicht als hier Amerikaner und keine Ahnung. Das ist ja auch ein bisschen der Sinn hinter dieser Serie. Als die damals, ich weiß nicht, 70er oder wann kam die? Genau. Das war ja, damals gab es ja nur so Serien hier, John Wayne, der geile Typ mit der dicken Knarre und alle weiß und immer so kategorisiert und dann kam Star Trek und das war die erste Serie, wo auch nicht irgendeiner, ich meine, das ist ja auch so, geht ja auch so diplomatisch zu in diesem Raumschiff. Also William Shatner hat aber auch schon viel von John Wayne. Ja, aber das war tatsächlich so, dass Star Trek relativ, die Föderation, Das war sogar ziemlich progressiv in Richtung Frauen hatten dort entscheidende Rollen und ich glaube, es gab den ersten Kuss zwischen einer, ich glaube, einem farbigen und einer weißen oder so. Also stimmt. Das war der erste Kuss im amerikanischen Fernsehen? Ja, zwischen einer farbigen und weißen, das habe ich auch gelesen, Den gab es bei Star Trek. Ja, Star Trek ist nämlich richtig awesome. Jedenfalls wäre es cool natürlich, wenn man mal so einem Alien begegnen würde, aber dass hier jetzt schon mal welche waren. Hast du den Film Arrival gesehen? Oder hieß der so? Nee, Arrive? Nee. Das waren halt auch so Aliens, die auf die Erde kommen und da ging es halt viel um Kommunikation. Wie können dann so eine fremde Spezies überhaupt mit uns reden? Weil mit denen kann man ja nicht so sprechen, wie man das so annehmen würde. Ja. Und war zwar ein bisschen kitschig auch der Film, aber ich fand den gut. Ich habe den im Kino gesehen, ich hatte so das Gefühl, alle anderen fanden den scheiße, aber ich fand den sehr gut. Sind das so Steine? So Steine, die so über der Erde schweben? Ja. Dann habe ich den auch gesehen, den fand ich super. Ja. Stimmt. Cool. Stimmt. Ja, es gibt ja mittlerweile auch so ganz coole Geräte, mit denen man in Echtzeit quasi auch hier auf der Erde, ne, kannst ja nicht unbedingt zwangsläufigerweise mit jedem kommunizieren, die anderen Grüße übersetzen.
würde ich unwahrscheinlich gerne mal ausprobieren. Das ist so eine, diese Werbung kriege ich bei Instagram immer. Was? Was? Das habe ich nicht verstanden. Es gibt Geräte, die die Sprache von Außerirdischen übersetzen? Nee. Was war das? Das habe ich nicht verstanden. Nee, quasi einfach die, du sprichst Deutsch rein und es kommt Chinesisch hinten raus. Ach so, okay. Also ich habe gestern für meinen vierjährigen Sohn in so einer Spielzeugzeitschrift so einen Star-Wars-Kopf gekauft von Darth Vader. Ja. Und da kann man so reinreden und dann redet er total böse wieder raus. Also, Geil, man redet einen Satz rein und drückt auf den Knopf und dann kommt der Satz in Darth Vader-Tonlage wieder raus. Ich mache eine Folge nur so. Fandet ihr eigentlich meine Gantenbrink-Upo-Out-Story langweilig? Ja, ich hab das worauf wolltest du noch raus? Genau, das habe ich. Ich wollte davon erzählen. Ja, Jasmina, du musst öfter dabei sein, weil ich stehe auch oft und denke mir so: Micha, wo geht's hin? Was willst du mir sagen? Ja, der Gantenbrink hat sich auch gefragt, wo geht's hin? Und am Ende war eine Sackgasse. Es ging nicht weiter. Okay, möchtest du das weiter austesten? Willst du das Rätsel lüften oder sollte es vielleicht ein Rätsel bleiben? Manches muss ja vielleicht auch nicht unbedingt, oder? Ja, das stimmt. Manches muss nicht aufgedeckt werden, aber es brennt einen irgendwie darauf zu erfahren, warum. Aber meistens ist es dann die Vorstellung schöner oder interessanter als dann dieses profane. Ne? Davor, du machst es auf am Ende und dann so ganz banal. Müll. Da irgendwie, ja. Schutt von der Pyramide. So eine Schatulle mit Ohrring. Ja, das wäre doch schon noch richtig Wobei, gut. Ja eben, das ist gar nicht so banal. Das ist ja wieder ganz cool. Ja. Ja. Geiler wäre natürlich, wenn da so Science-Fiction-mäßig dann so der Bauplan für so ein Raumschiff, womit man zu so einer anderen Spezies fliegen kann oder so. Ne? Ja. Das wäre natürlich geil. Aber mich wundert... Das ist auch mal so ein Absurden-Film. Ja, ich habe das Buch gelesen von Eschbach, Andreas Eschbach. Das war genau, das habe ich mal irgendwo gefunden. Da war so eine Kiste mit zu verschenken. Da habe ich mir das mitgenommen, habe es noch nicht gelesen. Ah, das Buch ist nicht so gut gealtert irgendwie. Das ist so von 2000 und das soll halt so ein bisschen Science-Fiction-mäßig sein. Aber man ist jetzt quasi schon darauf, da drüber. Ne? Schade. Aber ich finde das Buch trotzdem gut und vielleicht gefällt es dir ja auch. Was war das nochmal? Ein Video von Jesus? Genau. Von dem Sohn Gottes. Achso, nee. Wie heißt der Typ nochmal? War das nicht das Hemd von dem oder so? Also das Video von dem Hemd? Nee. Okay, bring ich es ging ja jetzt nicht um das, geht es um das Grabtuch von Turin oder was? Okay, das ist was anderes. Sorry, da bringe ich irgendwas durcheinander. Jesus Hemd. Sag mal, vielleicht nochmal kurz, weil wir haben gerade über Außerirdische Jesus geredet. Lass mal über Außerirdische, finde ich noch interessant, vielleicht als Biologin, vielleicht weiß man da mehr. Und zwar ist das jetzt, ich meine, die Frage wurde schon tausendmal gestellt, aber du bist ja auch so in der Peripherie mit Harald Präzise Lesch unterwegs. Präzise Fragestellung, Stefan. Ja, und kommt da noch was? Ja, du bist ja auch mit Harald Lesch viel hast du zu tun und der weiß ja immer so viel. Wie ist das und jetzt? Und wird ja immer vermutet, dass er ein Reptiloid ist. Nein, ach so, der Harald Lesch oder was? Ehrlich? Ja, genau. Ja. Geht's nicht ernsthaft, oder? Die Kommentare lesen, na klar. Da haben wir in der ersten Folge auch schon mal drüber gesprochen, über Reptiloiden. Warum soll denn Harald Lesch ein Reptiloid sein? Naja, weil die Leute glauben halt... Dass die Augen aussehen wie Echsenaugen, oder? Verschwörungstheorien. Okay. Stefan, das hat man doch auch über Hillary Clinton hat man das so auch ja, gesagt. Ja, das ist, ich weiß. Wenn Leute quasi in der Öffentlichkeit stehen oder in der Politik sind oder was auch immer oder eine Meinung haben, heißt es direkt, nein, der gehört ja zu den ja, klar. Flacherdlern. Die denken das wahrscheinlich. Genau, zum Beispiel. Aber was tatsächlich, was ich total interessant finde, was diese Alien-Frage anbelangt, ich weiß nicht, kennt ihr das Fermi-Paradoxon? Was? Also, grob gesagt, das Fermi-Paradoxon. Das geht quasi darum, dass sich mal jemand gefragt hat, Mensch, wenn es doch XY viele Planeten gibt, auf denen theoretisch Leben denkbar wäre, dass es entsteht. Ja. Ja. Und das gibt's ja, das kannst du ja berechnen einfach. Wo sind dann die Aliens? Ja, auf diesem Planeten. Wenn das doch so, ja. Aber wenn man sich überlegt, die müssten nach so und so vielen Jahren die Technik entwickelt haben und so weiter. Ne? Und dann gibt es halt dieses Fermi-Paradoxon, das ist ganz spannend. Wir haben tatsächlich auf dem YouTube-Kanal auch ein Video zu. Da kannst du dir halt überlegen, wo ist sozusagen
jetzt die Grenze und wo stehen wir? Also es, so nach dem Motto, es gibt Flaschenhälse, die dazu führen, dass die nicht zu uns kommen oder dass wir die noch nicht gesehen haben. Also zum Beispiel, entweder ist es, wir sind schon durch den Flaschenhals durch, sprich das Leben entsteht, ist so krass unwahrscheinlich, dass das doch viel, viel seltener passiert, als es möglich wäre. Dann hätten wir es quasi schon geschafft. Ja, das wäre so eine Option. Oder es ist schon nicht ganz so unwahrscheinlich, dass Leben entsteht, sondern überall da, wo Leben theoretisch entstehen kann, wird es auch entstehen. Dann, wo sind sie? Naja, vielleicht gibt es so eine Art Effekt wie bei einer Bakterienkolonie oder so, ne, dass wenn die irgendwann vermehren die sich und dann bricht die Evolution, die Population zusammen, weil irgendein Mist passiert, weil sie irgendwie, keine Ahnung, sich mit ihren eigenen Atombomben weghaut oder Klimawandel oder sonst irgendwas, so dass die quasi alle auf ihren Planeten sitzen und dann nach und nach wieder aussterben. Das, was uns quasi noch droht, ne? Genau, und angenommen, das wäre der Flaschenhals, durch den man durch muss, damit man weiter existiert, dann würden wir noch davor sein. Also das ist so eine ganz, und dann gibt es noch ein paar mehr, ne? Also so eine ganz coole Theorie, wo ist jetzt quasi der Filter, der dafür gesorgt hat, dass wir immer noch niemand anderem begegnet. Dass noch keiner da ist, ne? Ja, weil eigentlich wäre unser Planet, der wäre ja sehr, sehr begehrenswert. Ich sag mal, wir haben ja schon ein paar, wir können ja schon ein bisschen was beobachten. Jetzt nicht so weit, eigentlich nur unsere Nachbarschaft. Aber wenn man so mal überlegt, sowas wie die Erde ist ja schon ziemlich selten. Und dann hätte man doch Interesse, damit mal Kontakt aufzunehmen. Die ist eigentlich die perfekte Kugel, aber, die wir hier haben. So selten ist sowas wie die Erde gar nicht. Das finde ich ganz spannend. Also so Planeten, die theoretisch bewohnbar wären, weil sie in der habitablen Zone, ja, gibt's jetzt mal doch oft, ne? Wo du flüssiges Wasser hast, wo du die entsprechenden Temperaturen hast, wo du Atmosphäre hast, eine gewisse Größe wegen Schwerkraft und so weiter. Ne? Ja. Also das erscheint einem so wenig, weil wir halt nicht ganz so weit denken können, aber wenn du mit einem Astronomen wie mit Harald redest und lässt dir das mal berechnen, das sind halt Dimensionen, die wir uns einfach nicht vorstellen aber können. Aber wir haben ja auch Ozon zum Beispiel. In diesem gesamten Universum, ja klar, weil wir natürlich Schwerkraft haben und dann hast du die Sauerstoffproduktion. Und Mond dabei. Hast du eine Atmosphäre. Aber ja, das ist, aber da kommt ganz schön... Es ist schon alles ziemlich optimal, aber... Ja, wir sind perfekt ausgestattet. Halt, das Universum ist halt so groß, dass auch viele von diesen Zufällen trotzdem nicht ganz so selten auch an anderen Orten eintreffen. Weißt du, ich meine? Aber das sind unfassbar viele Zufälle. Aber das ist das also da gibt es einen Forscher, der redet immer davon, dass man ganz viele Rasierklingen so übereinander stellt. Nur das, was so klingt wie, Mensch, da muss doch irgendein Wille dahinter gewesen sein, das bedeutet ja einfach nur, zwei Rasierklingen haben vielleicht 100 Mal übereinander gestanden. So. Bei der dritten sind dann aber 98 umgefallen. Bei der vierten so, ne? Und nur, weil wir ja noch stehen, gibt's uns ja. Also so rum muss man's ja denken. Also ich finde... Wie unwahrscheinlich ist es, dass es entstehen konnte. Ja, okay, verstehe. Aber es ist, also ich habe wirklich mal gelesen, dass es schon sehr, sehr unwahrscheinlich ist mit der Erde, weil da so viel zusammenkommt. Guck mal, der Mars ist in derselben habitalen Zone. Aber ja nur in unserem Sonnensystem. Ja, weiß ich meine. Aber du brauchst allein, dass du so einen Mond erwischst, der genau so in der Größe um uns, ohne den Mond, gäbe es die Erde, gäbe es uns Menschen. Aber Stefan, der Mars ist doch nicht in der habitablen Zone, da ist mega kalt. Der ist noch in der habitablen Zone, nur das ist eben der Punkt, da ist kein Leben, weil halt der Mars nicht genug Schwerkraft entwickelt, um die Atmosphäre anzuziehen, der hat keinen Mond, der... Aber unser Sonnensystem ist doch so winzig, allein unsere Milchstraße ist so winzig, weißt du, diese Dimensionen, die sind einfach viel, viel, viel gewaltiger, als es, also erdähnliche Planeten gibt es schon einige. Ja, okay, aber dann macht's doch wieder Sinn. Dann alle hatten dieselbe Zeit bis heute, weil das Universum ist ja überall gleich alt, würde ich sagen. Aber Quatsch. Nee, okay, es dehnt sich aus. Das Universum vielleicht, aber das sind ja nicht alle zum gleichen Zeitpunkt gestartet. Ja, genau. Mehr oder weniger doch schon. Nein. Sonnen gehen kaputt und es entstehen neue. Ja, aber guck mal. Ja, aber ich meine, wieso sollten denn irgendwo die Leben schon entwickelter sein als wir? Warum?
Was ist, die haben doch dieselbe Zeit im Prinzip gehabt. Wie vielleicht hatten die keine Massenaussterbung durch einen Asteroid oder sowas in der Richtung? Das also, wirft ja auch ein bisschen zurück. Ich glaube, das Problem ist, wahrscheinlich gibt es irgendwo Leben. Ich glaube, das Problem ist, es gibt wahrscheinlich tatsächlich irgendwo Leben, aber die sind alle auch noch nicht so weit, dass sie mit uns Kontakt aufnehmen können. Aber wie wahrscheinlich ist das dann wieder? Also weißt du, man, schaut euch mal das Video dazu an. Ja, das machen wir. Das ist so ein geiles Gedankenspiel, sich zu überlegen. Oder gibt es schon welche, die uns zum Beispiel gar nicht ansprechen, weil es, ne, wie bei Star Trek, zum Beispiel die Vereinbarung gibt, man spricht die erst an, wenn die auch zu Warp-Antrieb fähig sind. Übrigens, das war bei Generations, ne? Ja, genau. Ja. Ach so, weil Warp-Antrieb natürlich nicht machbar. Ja, und warum, ich kenne das nicht, warum sprechen die nicht an, sprechen die anderen nicht an, weil die keinen Warp-Antrieb haben? Weil die erst diese Flaschenhälse von selber schaffen müssen. Warum? Ja, weil es sich dann nicht... Damit die nicht überfordert sind in dieser Situation, fuck, hier gibt ein ganz Universum voller anderen... Aber ich wäre nicht überfordert, wenn vor mir einer mit einem Warp-Antrieb steht. Nein, ich wäre nicht überfordert. Stefan, du wärst nicht... Nein. Es wäre okay. Du würdest sagen, ey, alles ich easy. Ich würde sagen, geil, Aliens. Du warst doch schon überfordert, als bei deinem Lehrer irgendwie hier die Hose verrutscht ist. Du hast den Podcast aber doch ziemlich weit gehört, fällt mir gerade auf. Ja, eine Folge. Okay, da hast du natürlich recht. Und dann hast du schon quasi alles durchschaut. Naja, okay, wenn so ein Alien vielleicht, ich kann das nicht, vielleicht habt ihr recht, ich weiß es nicht. Aber, der Gedanke ist schon geil. Aber apropos Weltall und Universum, es macht mir schon Sorge oder Angst, wenn ich mir vorstelle, dass hier dieser Stern, ich spreche ihn mit Sicherheit falsch aus, Beta Geuze. Hast du gerade gegoogelt oder? Nein, das habe ich mir aufgeschrieben. Und ehrlich? Der soll ja angeblich kurz oder vielleicht so kurz vor einer Supernova stehen, dass wir den vielleicht sogar zu Lebzeiten noch am Himmel sehen können. Vielleicht dauert es noch 1000 Jahre, aber vielleicht auch nur 10 Jahre. Und dann hätten wir... Weil der so krass an Helligkeit verloren hat. Deswegen ist man da quasi so ein bisschen in Aufruhr geraten. Ne? So, was ist da los? Das ist für Astronomen natürlich Wahnsinn, wenn sowas dann plötzlich passiert. Und dann kommen natürlich die ganzen Überlegungen. Aber ja, sorry, ich habe dich unterbrochen. Ja, das ist kein Problem, weil... Du hast ja gesagt, der hat an Leuchtkraft verloren und das könnte ein Indiz dafür sein, dass sich da irgendwas tut an diesem roten Riesen und dass der vielleicht jetzt in eine Supernova explodieren könnte in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten. Und dann hätten wir am Himmel quasi einen leuchtenden Stern, der die Helligkeit hätte vom Vollmond. Und diese Vorstellung macht mir schon ein bisschen... Wahnsinn, ne? Ja, Wahnsinn, aber auch ein bisschen erschreckend, auch ein bisschen beängstigend. Ja, weil ich weiß warum, weil du weißt, dass alles vergänglich ist. Letztendlich auch unser Sonnensystem. Ja, das weiß ich auch vorher schon. Ach so, okay. Ja. Ich dachte... Aber wieso findest du das beängstigend? Ja, dann muss es ja dann irgendwann einen Moment geben, wo du das ist ja nicht so ein bisschen, dass das dann sich so vergrößert, oder? Man guckt dann an den Himmel und auf einmal, buff. Ja, Quatsch, das dauert 10.000 Jahre, bis das Licht entsteht. Ja, nee, ich meine jetzt, irgendwann ist ja diese Lichtinformation, ist ja der Zeitpunkt da, wo man das dann sieht. Und klar, das, und der würde über Wochen lang übrigens da heller strahlen als der Mond. Ja, ich hätte jetzt gedacht noch länger. Okay, aber der schwächt sich dann wieder ab. Ich bin ja nicht unbedingt der Experte, ne? Aber ist das denn, glaubst du, das ist denn so ein von jetzt auf gleich so eine krasse helle Erhellung? Oder dass das sich über Tage und Wochen so langsam immer weiter, bis man dann sieht, ja, tatsächlich. Ist das eine schöne Himmelserscheinung? Ja, es ist eine Explosion, ne? Also eine Explosion ist ja schlagartig. In aller Regel schlagartig. Ja. Ja, ich glaube, das dauert schon ein paar Wochen oder so. Ey, die Leute, die würden, den Verstand verlieren. Das ist doch jetzt schon, dass man Also er würde wochenlang so hell strahlen wie der Vollmond. Das weiß ich auf jeden Fall. Also ich glaube, da würden... Das wäre ziemlich geil. Ja, geil wäre das bestimmt, aber diese ganzen Esoteriker und so, die jetzt schon nach dem Mond irgendwie ihre Pflanzen gießen, für die muss das doch dann... Die würden alles über Bord werfen. Total, das macht doch den Mondkalender, bringt doch den Mondkalender total durcheinander. Ja, ja, der Mondkalender. Ich habe auch, das sind so Themen, die diskutiere ich dann gerne mal mit meiner Mama, die dann immer so sagt, ja, bei Vollmond schläft sie schlecht. Ich so, ja, weil es hell ist wahrscheinlich im Schlafzimmer. nee, und so. Und der Mond hat seine Auswirkungen, aber
Und da deutet eigentlich wissenschaftlich nichts drauf hin. Also er hat die gleichen Auswirkungen wie bei Neumond wahrscheinlich, oder? Also es ist jetzt nicht statistisch feststellbar, dass Menschen tatsächlich schlechter schlafen, es sei denn, es hätte halt so Gründe. Tatsächlich, ich meine, bei Vollmond ist ja wirklich relativ hell, dass die Leute dann halt dadurch einen unruhigen Schlaf haben. Aber ich finde, so ein Mond hat irgendwie eine faszinierende Wirkung. Also der Blutmond, den hatten wir doch vor einem Jahr. Ja, das ist natürlich dann nochmal besonders schön. Aber wenn jetzt so Vollmond ist und es ist so eine dunkle Nacht, dann stelle ich mich auch oft irgendwie nach draußen auf den Balkon und schaue dann so richtig süchtig dahin und muss mich so satt sehen. Ich liebe diesen knallhellen Mond und gucke mir dann da oben auch die Krater an. Also ich finde das schon echt faszinierend. Man sieht immer dieses komische Gesicht, ne? So ein bisschen. Ja, das Mondgesicht. Sieht immer aus wie ein Mondgesicht. Ja, finde ich voll spannend. Bei manchen ist das ja der Hase im Mond. In manchen Kulturen ist es ja ein Hase. Und bei anderen ist es ein Krokodil. Ja. Ach so. Nein, wie geil. So ein krummliegender. Man sieht sein Leben lang im Mond. Genau. So ein krummliegender Hase und das sind dann so zwei Hasenohren. Und in anderen Kulturen sind dann diese Hasenohren so das Maul eines Krokodils. Ach, das wusste ich nicht. Was ich ja sehr cool finde, dass man Mondgrundstücke kaufen kann. Ne? Das wollte ich unbedingt mal machen. Vor allem, ja. Habe ich mal gemacht als Jugendlicher. Habe ich mal gemacht. Statt Bitcoins, ne? Hast du ja und ich habe Harald erzählt und Harald meinte natürlich, ja, er hat schon mal welche Geschenke gekriegt. Ja. Was? Bitcoins oder Mondgrundstücke? Mondgrundstücke. Bitcoins wäre besser gewesen eigentlich. Der hat wirklich Mondgrundstücke? Ja. Geschenkt bekommen. Ach, ja. Geil. Du kannst jetzt kriegt dann so eine Urkunde. Ja, ist doch egal. Ich glaube, rechtlich ist da wahrscheinlich gar nichts dahinter und am Ende hat man gar nichts, aber es kostet, glaube ich, auch nur 50 Euro oder so. Du kannst ja auch einen Stern kaufen. Ehrlich? Du kannst ja auch ein Tiefdruckgebiet kaufen. Dann kannst du deiner Frau kaufen oder deinem Kind. Ein Stern und dann hier. Ja, aber ich meine, das mit dem Mond, das könnte schon irgendwann ein Thema werden. Ja, klar. Ich meine, irgendwann wird es dahin gehen, offensichtlich, und wenn es noch 100.000 Jahre dauert, dass irgendwann Raumschiffe rausfliegen und. Ich meine, die Menschen. Also, was man da machen könnte, wäre halt nach irgendwelchen Mineralien schürfen und so, ne? Der Mensch ist ja unersättlich. Wenn er plötzlich merkt, Mist, hier sind irgendwie alle Vorkommen von allem ausgesaugt, sozusagen, sowas könnte tatsächlich dann irgendwie relevant sein. So, hoch, das ist aber dein Grundstück, auf dem du jetzt hier bohren willst, mach keine Ahnung. Oder ein sehr großes Teleskop, wäre doch auch gut da. Ja, oder eine Raumstation, um Generationen Raumschiffe ins All zu schicken. Oh, da sind wir jetzt aber weit in der Zukunft. Aber irgendwann wird es so kommen, weil ich meine, die Erde ist irgendwann vorbei. Und entweder wir bleiben dann hier und sagen, dann sind wir auch weg, oder man gibt sich. Naja, vielleicht sollten wir mal das uns Mühe geben, dass sie nicht vorbei ist, wie du so schön gesagt hast. Ja. Der Stefan denkt in Milliarden Jahren. 4,5. Oh. Ich glaube, die Erde existiert noch 7 Milliarden Jahre und dann ist aber wirklich Schicht. Habe ich gelesen. In die Zukunft denkst du jetzt gerade wegen der Sonne, weil die Sonne sich dann ausdehnt. Genau, und dann ist halt die Erde auch vorbei, endlich. Aber und bis dahin. Wie endlich? Ja, also. Also jetzt hast du dich verraten. Ja. Du willst die Erde kaputt machen. Ja. Deswegen schmeißt du deine Batterien immer. Nein, in den Mülleimer. Aber bis dahin muss halt der Mensch nicht irgendwas. Du schmeißt echt die Batterien in den Mülleimer? Quatsch, na überhaupt nicht. Der Stefan, der bringt alles. Oh. Seine Glasflaschen, okay, Pfandflaschen. Das stimmt. Ich habe mal eine Zeit lang die Flaschen auch in den normalen Müll geworfen. Das stimmt. Aber nee, mach ich jetzt nicht mehr. Machst du jetzt nicht mehr. Der Stefan, der lernt dann doch noch ein bisschen was. Na, immerhin von dir dann. Oder von seiner Frau oder von seinem Sohn. Woher kennt ihr euch eigentlich, mal fragen darf? Das ist irgendwie so eine lustige Mischung, ihr zwei. Ja, wir kennen uns durch seine Frau. Seine Frau hat, also ich habe ihn zum gleichen Zeitpunkt. Also meine Frau meinte so, du lernst jetzt mal einen komischen Typen kennen. Und dann. Ja, das war schon. Und zu mir hat sie das auch gesagt, du lernst jetzt mal einen komischen Typen. Aber das Geile Typen. War, die erste. Love on First Sight. Die erste Begegnung mit Micha war in so einer Cafeteria und dann kam er an und ich so, ja, hallo, ich bin der Stefan. Und er so, ja, ich bin der Micha. Und dann haben wir uns irgendwie. Ich weiß nicht, eine Minute unterhalten und dann ist er aufgesprungen und meinte, ich muss weg. Okay. Ja, das war so und dann dachte ich so, irgendwie komisch. Ich habe mich plötzlich so gezwungen gefühlt. Ich musste diese Situation verlassen. Keine Ahnung. Ja. Aber was wollte ich noch? Ich hatte noch irgendeine Frage auf der Lippe, auf der, ich wollte noch was fragen zum Thema Außerirdische. Ja. Ob es die gibt und so. Ach genau, das wollte ich mal fragen. Was denkt eigentlich, das würde ich mich echt mal gerne interessieren, was denkt eigentlich so ein, ich sag mal, sehr informierter Mensch wie Harald Lesch darüber? Sagt er alles Quatsch oder könnte das sein? Die Existenz von Aliens? Ja.
gar nicht, ob ich da schon mal mit ihm drüber geredet habe, ehrlich gesagt. Meinst du, irgendwann wird man Kontakt passieren? Ach, weißt du, ich bin irgendwie so, allein schon, weil ich es so cool fände, würde ich sagen. Wäre nicht schlecht, ne? Oder? Ja, das wäre doch cool. Ich fände das cool. Und weißt du, was die dann fragen werden? Die werden sagen, habt ihr dieses Loch in der Pyramide, habt ihr das aufbekommen? wenn ja, da ist meine Nummer drin, ruf mal zurück oder sowas. Genau. Was würdest du sie denn fragen? Stefan, was würdest du die Außerirdischen fragen? Keine Ahnung. Ich würde fragen, woher sie kommen. Oh, toll, dann sagen sie. Dann geben dir die Koordinaten und sagst du, oh toll, okay. Wahnsinn. Ich würde wahrscheinlich fragen, was wisst ihr über alles hier? Alles um uns rum. Wir wissen ja nichts. Wir gucken immer nur 3 Meter weit. Wir sehen den Mond und noch ein paar Sterne und das war's. Und dann würde ich fragen, was ist da draußen? Wo kommt das her? Was war vorher? Was war dahinter? Was war vor dem Urknall? Wo geht's hin? Was passiert? Was ist das alles? Dann sagen die auch, ja, das wissen wir jetzt auch nicht. Wer hat die Zeit erfunden? Naja, die wissen wahrscheinlich mehr als wir. Wer die Zeit erfunden hat. Ja, oder wo kommt das her? Was würdest du fragen, Micha? Was Banales. Wie siehst du aus? Was ist mit deiner Brille passiert? Siehst gerade aus wie ein Außerirdischer. Warum liegt hier eigentlich Stroh rum? Ja, genau. Der Stefan hat mich gerade so ganz schäl angeguckt irgendwie. Nee, aber was würde ich die fragen? Ich würde sagen, was kann man tun, um möglichst gut so durchs Leben zu kommen? Wie habt ihr das denn so geschafft? Weil die müssen ja eigentlich alle Probleme so gelöst haben auf ihrem Heimatplaneten. Sowas wie Überbevölkerung und soziale Gerechtigkeit und was auch immer. Oder das vielleicht, fände ich sehr schlau. Aber vielleicht haben sie es doch nicht gelöst und wahrscheinlich uns das fragen. Vielleicht sind die unterwegs. Ich glaube, diese Mechanismen mit einer stärker als der andere und Unterdrückung oder keine Ahnung, Korruption oder irgendwie sowas. Ich glaube, dass es das genauso auf anderen Planeten gibt. Wieso soll das da anders sein? Ich habe noch was zum... Ist doch alles. Also was ich euch sagen kann, ist, dass was Harald immer sagt, wenn es darum geht, oder worüber wir auf jeden Fall schon mal geredet haben, war, dass er meinte, ich würde sie fragen, welche Lieder singt ihr für eure Kinder? Was habt ihr für eine Kultur? Was erzählt ihr euch für Geschichten? An welchen Gott glaubt ihr? Weil physikalische Gesetze sind überall gleich. Und wahrscheinlich auch solche Sachen wie zwischenmenschliche, will ich sie jetzt schon sagen, zwischenüberirdische Probleme. Aber solche Sachen sind doch die eigentlich spannenden. Stimmt. So wie du eben gesagt hast, manche Menschen sehen im Mond ein Krokodil, andere einen Hasen und wir eben ein Gesicht. Ja. Ich glaube ja, dass wenn es wirklich Außerirdische gäbe und die würden dann irgendwie Teil unserer Welt werden, weil es die dann einfach gibt, ich glaube, dass das die Menschen total zusammenschweißen würde, dass die viel mehr zusammenrücken würden und nicht mehr so viel gegeneinander kämpfen würden und merken würden, hey, wir sind alle Menschen, Mensch. Lass doch mal irgendwie, ne, nicht mehr, also ich sag, Erdlinge. Genau, Erdlinge und nicht mehr, gut, das ist ja heute schon, wird ja immer weniger, glücklicherweise. Also ich sag mal, vor 200 Jahren, da war ein Schwarzer und ein Weißer noch quasi wie zwei verschiedene. Wir spüren ja schon eine Rückkehr zu dieser Eingemauertheit in Nationalitäten und so. Ja. Ich finde das auch eine sehr traurige Entwicklung. Und ich denke immer, mein Gott, warum kann eigentlich der Klimawandel nicht das sein, was du da gerade ansprichst? Wenn man einen gemeinsamen Feind braucht, damit man sich gemeinsam stark fühlt und verbunden fühlt, alle warum an kann einem, das nicht sein? Alle an einem Strang. Ja, also es ist leider zu abstrakt, als dass ein cooles Männchen mit einer Waffe vor einem steht. Aber das ist das, was uns eigentlich wirklich bedroht. Und es bedroht uns ernsthaft. Und du hast vorhin sowas gesagt wie, wir wissen alle, der Klimawandel ist da und der könnte negative Folgen haben. Nein, der hat negative Folgen und der wird auf jeden Fall noch gravierendere Folgen haben. Und wenn ich mir da zum Beispiel überlege, wie wird das sein, wenn sich die ganzen Klimaflüchtlinge auf die Socken machen, wenn plötzlich alle anfangen in den Gebieten, die einfach zu heiß sein werden, um sie zu bewohnen, die man nicht mehr mit Landwirtschaft irgendwie sozusagen wirtschaftlich zum Aufschwingen bringen kann und so weiter, wenn die sich alle mal auf die Socken machen und was wird denn dann eigentlich sein, werden wir uns dann als Erdlinge fühlen und sagen, ja, hey, Wir wohnen jetzt alle in den Bereichen, die noch nicht überflutet sind und die noch nicht so heiß sind, oder wird das zu Krawall führen?
Das ist eigentlich meine größte Sorge vor dem Klimawandel. Sowas hat man schon, das kann man ja auch nachgucken, das gab es schon quasi in Wissenschaftssendungen aus den 70er Jahren, die dann irgendwie im ZDF liefen, wo genau sowas auch beschrieben worden ist. Verwüstung, Klimawandel, die Vegetationsgrenze verschiebt sich nach Norden, da gibt es aber nicht so viel Anbaufläche und so weiter. Ja, genau. Das ist jetzt, und was ist dann da in den letzten 40 Jahren, obwohl man das schon relativ genau abzeichnen konnte, wurde halt viel auch ignoriert. Aber zu dem Thema Alien, da habe ich noch noch was mitgebracht. Und zwar habe ich letztens geträumt. Wir machen ja manchmal bei uns die Traumstunde. Hatten wir aber in der letzten Folge nicht. Wir haben da auch noch so. Hatten wir in der letzten Folge auch Traumstunde? Ja, da ging es um den Äcker von Hirschhausen. Ach, ja, stimmt. Von dem hat der Stefan geträumt. Stimmt, das war. Ich hoffe, er wird nie von diesem Traum erfahren. Wobei, er war gar nicht so schlimm, ne? Es war nur so ein... Hey. Aber ich weiß nicht, warum ich von Eckart von Hirschhausen traue. Auf jeden Fall absurd. Ja. Aber, das ist schon komisch. Mein Traum ist relativ kurz. Hast du den Jingle gefunden dazu, Stefan? Ja, habe ich gefunden. Wir bringen mal kurz. Zart und bitter. Traumstunde. Ja, Traumstunde. Da erzählen wir uns unsere geheimsten Träume oder einfach nur das, was wir geträumt haben. Also, die Musik suggeriert ja immer so ein bisschen, dass alles so schön ist und dieser Traum und alles so schöne, große, rote Wolken und Plüsch. Aber so ist es ja oft gar nicht. Aber unsere Träume sind meistens bizarr und grotesk. Also, ich habe vor nicht allzu langer Zeit habe ich von dem Film Alien geträumt, dass der Android, der bei Alien mitspielt, dass der mein persönlicher Pflegeroboter war. Und jetzt habe ich wieder von Alien geträumt, also von dem Film, oder ich habe mich quasi in diesem Universum befunden. Ich war aber auf der Erde und ich war in einer Diskothek, in so einer richtigen, schwummerigen, schwarzen, wummernden Großraumdiskothek, so ein bisschen Science-Fiction-mäßig. Und viele Leute, also es war dann zu der Zeit, in der ich dann in dem Traum war, war es Trend und Mode, sich ein Alien absichtlich einpflanzen zu lassen. Hast du das geträumt? Das habe ich geträumt. Okay. Und in dieser Disco haben halt so Menschen mit nacktem Oberkörper getanzt, wo man auch schon sehen konnte, dass die das Alien in der Brust haben. Und die haben Medikamente genommen, um das halt auch so zu unterdrücken. Weil dieses Alien, was man in einem hat, das hat dann auch schon so Dinge ausgelöst, so Hormone und irgendwelche bewusstseinsverändernden Dinge, aber die Medikamente musste man halt nehmen, damit das nicht rauskommt. Mhm. Und die Leute wollten dann halt möglichst das weit, diese Grenze möglichst dicht erreichen, und bei manchen ist das dann halt auch rausgekommen, aber halt nicht bei allen, nur bei einigen wenigen. Und Alien war so Trend, ich stand dann draußen von dieser Disco und da kam ein Typ, kam an mit so einem VW Beetle, New Beetle. Kennt ihr doch diese Form? Ja. Und der war komplett schwarz in dieser Form von so einem Alien-Kopf. Und damit ist er rumgefahren. Schön. Und dann bin ich aufgewacht. Traum. Das war's. Ja, das deutet auf diverse Störungen hin. Hast du den Film in letzter Zeit mal gesehen? Oder? Ja, ist noch nicht so lange her. Ein halbes Jahr. Ja. Aliens oder was? Ja, eins und zwei gesehen. Obwohl ich den dritten, den mag ich ja eigentlich noch fast am liebsten, aber der ist eigentlich nicht so gut. Aber vielleicht mag ich ihn auch, weil viele den nicht mögen. Also ich finde die Filme, da geht es dann letztendlich dann immer darum, dass man, dass ein Alien da rumrennt und die Mannschaft angreift und alle um ihr Leben kämpfen und versuchen zu überleben. Aber ich finde die Filme immer deshalb auch ganz geil, weil ich mag so diese düstere Stimmung und dieses, was die sich immer für coole Sachen ausdenken mit den Raumschiffen. Und diese Szenerie, und ich mag sowieso so Filme, wo die immer in so langen Gängen irgendwie rumrennen, in Raumschiffen. Ich finde das immer ziemlich. Gerade hat hier unser Licht geflackert, hast du das gesehen? Nee. Das ist auch ein bisschen beunruhigend, ja. Ja, ich habe den neulich mal wieder gesehen nach langer Zeit und habe dann so gedacht, meine Güte, der ist so langsam erzählt. Den ersten Teil? Und man ist das ja so gewöhnt mittlerweile, auch gerade von YouTube und so, ne? Schnelle Schnitte und bloß nicht zu lange irgendwo aufhalten. Ich glaube, die erste Sequenz, das ist ohne Umschnitt gefühlt 5 Minuten erstmal. Ja? Ja. Aber wenn man sich dann drauf einlässt, macht das mal wieder so richtig Spaß. Kann man ja so richtig durchatmen. Eigentlich schön. Bei Alien 1 ist übrigens eine Krupps-Kaffeemaschine im Hintergrund zu sehen, die so ein futuristisches Design hat, dass der Regisseur Ridley Scott die
eingebaut hat in seine, ach, wie geil, in seine Armaturen von dem Raumschiff. Bist du sicher, dass das nicht ein Ausversehen war und dass das eigentlich die Kaffeemaschine war für die Set-Assistenten? Nee, das ist schon die richtige. Dem Stefan kann ich das zeigen, weil die habe ich natürlich auf meinem Handy. Das Bild ist als Favorit gespeichert auf meinem Handy und so schnell habe ich das jetzt rausgeholt hier. Da ist die berühmte Kaffeemaschine. Okay. Sieht für mich aber schon übelst nach 70er Jahre aus. Ja, der Film ist ja von 1979. Okay. Ja. Jasmina, dir will ich das Bild per Instagram jetzt sofort schicken. Und weil das habe ich natürlich immer auf dem Handy. Das ist eine wichtige Information. Das ist quasi jetzt die Aliens Kaffeemaschine, oder? Ja, die Kaffeemaschine aus dem Film. Ich glaube, die kommt jetzt nicht zu mir durch, während wir telefonieren. Ach so, kein Problem. Das ist. Wow, Jasmina ist weg. Oh. Ja. Wir haben Jasmina verloren. Ja. Michael, wir sind auf uns allein gestellt. Dann sollen wir nochmal versuchen, sie zurückzurufen? Ja, wie machen wir das jetzt? Wir rufen einfach nochmal. Wir haben sie wieder bekommen. Okay. Und das alles nur, weil ich diese blöde Kaffeemaschine da als Bild geschickt habe. Ja. Hast du es denn bekommen? Nein, ich habe es nicht mal bekommen am Ende. Oh. Naja. Das noch. Die ganze Aufregung. Von der Kaffeemaschine. Ja. Guck dir einfach den Aliens-Film an. Warum die nicht von Aliens? So einen absurden Traum möchte ich nicht heute Nacht noch begegnen. Übrigens ist die Kaffeemaschine ist nicht von Krupp, sondern von Braun, glaube ich. Aber naja, aber Braun war ja früher designtechnisch ganz weit vorne. Ist das so? Ja. Jetzt nicht mehr, oder was? Nee, jetzt nicht mehr so. Echt nicht? Okay. So. Ja. Wie sieht's denn aus? Wie fandst du unseren Talk? Willst du nochmal zurückkommen als Gast in unsere Sendung? Das fragst du jetzt live, die Jasmina. Das macht er mit Absicht, da kann ich ja nur sagen. Ja, natürlich immer wieder. Der Druck ist jetzt größer. Wir haben noch viel mit euch zu besprechen. Vielleicht bringe ich ja auch mal einen Traum mit. Ach, das wäre cool. Aber wir sind schon harte Laien, oder? Das merkt man schon so. Viel Halbwissen ist bei uns. Hat Spaß gemacht, sag mal so. Okay, das ist schön. Ich konnte gar nicht so mit meinem alten Bio-Leistungskurs-Wissen glänzen. Ich wollte noch so Dinge auspacken wie Atavismus oder sowas. Ja. Kannst du dich daran noch erinnern? So aus Bio? Du hattest bestimmt auch Bio in der Schule, oder? Ja. Und was Atavismus, das fand ich immer cool. Das war so, wenn Menschen geboren werden, mit so einem Schritt zurück, einem evolutionären Schritt zurück. Also es gibt ja so Menschen, die werden mit 6 Brustwarzen geboren oder mit einem ausgebildeten Steiß hinten, wo früher ja der Affenschwanz quasi dran war. Das ist ja dann das Gegenteil der X-Men so gesehen. Ja, genau. Oder es werden Menschen geboren, die so total wie so ein behaart sind, wie so ein komplett behaart wie ein Affe. Und das nennt man Atavismus. Das sind dann so Schritte zurück in die Evolution. Siehst du, und jetzt weißt du, was Mansplaining ist. Okay, cool, damit haben wir das geklärt. Ich würde sagen, damit haben wir auch den Schlusspunkt dieser Sendung gesetzt. Ja, war ein schöner Abend mit euch zwei. Uns hat stelle ich mir auch einen schönen Tonic hin. Uns hat es auch Spaß gemacht und ja, ich hoffe, das klappt vielleicht irgendwann nochmal, dass wir unsere wissenschaftlichen Themen noch ein bisschen vertiefen können und dann bereiten wir uns vielleicht noch ein bisschen besser vor, Stefan, was glaubst du? Ja, und wir müssen auch unbedingt wieder ganz wichtige Themen ansprechen, wie Klimawandel haben wir jetzt eigentlich durch, aber da gibt es bestimmt noch andere, die einfach wichtig sind. Klimawandel ist nie durch. Und Stefan, hast du gehört, Klimawandel den kann man nicht einfach einmal abfrühstücken in so einer 2-stündigen Sendung. Da gibt es jedes Mal wieder neue Facetten. Es werden ja auch wieder neue Erkenntnisse wahrscheinlich auf uns zukommen, womit wir dann, die wir dann in der Sendung besprechen können. Ja. Genau, das machen wir. So, dann pack doch mal so langsam das Outro aus, Stefan. Okay, jetzt muss ich das Outro, das muss ich natürlich wieder suchen. Das ist in jeder Folge gleich, dass der Stefan im Internet Explorer oder im was schon. rumsucht, bis er die Datei gefunden hat. Nee, das ist hier so ein System, da muss ich immer so runterscrollen. Und das klingt schon sehr aufwendig. So, jetzt habe ich endlich das Outro gefunden und jetzt gehen wir aus der Sendung. Und vielen Dank, Jasmina, dass du da warst. War total informativ, super interessant. Tausend Dank und vielleicht oder hoffentlich nochmal bis irgendwann. Ja, gerne. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Dann hören wir uns bestimmt nochmal wieder. Tschüss. Ciao. Tschüss. Schönen Abend. Zart und bitter. Zart und bitter.
und bitter.